Das hier hinter mir, das ist der älteste Dieselmotor der Welt. Rudolf Diesel hat an diesem Objekt hier gearbeitet und geforscht. Und es war eine ziemliche Revolution damals, was er da geschaffen hat. Und wenn wir über Mobilität sprechen, wenn wir über Motoren sprechen, dann geht es ja eigentlich immer um den Wirkungsgrad. Und vielleicht könnt ihr mal euch überlegen, was war so der Wirkungsgrad von diesem Motor? Wie gesagt, der älteste Dieselmotor der Welt. Waren das so 5%, 26%, 52%? Schätzt das gerne mal. Und ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert davon, auch weil da so viel Physik drin steckt. Und einer der Sachen, die diesen Motor hier so genial machen, das erinnert mich an meine Physikvorlesung, an Experimentalphysik 1. Und vielleicht kennt ihr diesen Versuch, auf den ich jetzt anspiele. Und zwar gab es da so einen durchsichtigen Zylinder. Und da war einfach Luft drin und etwas Watte, die brennbar war. Was jetzt gemacht wurde, ist, diese Luft in dem Zylinder, die wurde zusammengedrückt. Und dann am Ende des Tages hat diese Watte plötzlich gebrannt. Und dahinter steckt ein ganz einfaches physikalisches Prinzip. Also die Watte hat nichts berührt, außer die Luft. Aber dadurch, dass die Luft so zusammengedrückt wurde, ist der Druck halt erhöht worden. Höherer Druck gleich höhere Temperatur. Und das hat das Ganze entfacht. Naja, und in so einem Motor, in diesem Dieselmotor hier, da werden dann gut und gern mal so 900 Grad. Und das erhitzt oder entzündet dann tatsächlich den Treibstoff, also den Diesel. Und damit ist es ein selbstentzündender Motor. Und das ist eine ziemliche Revolution gewesen. Und das führte auch zu diesem, man kann schon sagen, grandiosen Wirkungsgrad. Und ich sehe, ihr stimmt gerade schon ab, fleißig. 120 Stimmen sind schon da. Und ich denke, vielleicht machen wir direkt mal die Auflösung. Also, durch dieses Prinzip und einige andere Sachen konnte dieser Motor immerhin 26% an Wirkungsgrad erreichen. Und das war ziemlich gut, weil also damals waren ja Dampfmaschinen so das Nonplusultra und die haben so 12% geschafft. Aber das ist natürlich noch nicht der effizienteste Motor der Welt. Aber den möchte ich heute zusammen mit euch suchen. Und dafür bin ich an einem ganz besonderen Ort, denn es soll heute natürlich nicht nur um den effizientesten Motor gehen, sondern es soll generell um Mobilität gehen, um die Zukunft der Mobilität, ja, und was da vielleicht alles stattfinden kann. Und dafür bin ich hier in München, im Deutschen Museum. Und ich freue mich total, weil ja, wir haben dieses Museum für uns alleine und können heute hier ja, erkunden, was in der Vergangenheit passiert ist, aber was auch in der Zukunft passieren wird. Und das ist total genial, weil das hier ist eins der Forschungsmuseen der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Und ihr wisst es mittlerweile, wir haben jetzt ein Jahr zusammen mit denen Deutschland bereist, haben uns ganz viele Forschungsmuseen angeschaut. Und da wird halt auf der einen Seite immer was ausgestellt, aber auf der anderen Seite halt auch geforscht. Und das macht es so toll, weil heute haben wir unter anderem die Möglichkeit, mit Thomas Röber hier vom Museum zu sprechen. Er ist Ingenieur und Experte für die ganzen Motoren, die es hier gibt. Aber nicht nur das, wir werden auch noch ins Zukunftsmuseum in Nürnberg schalten, ins Museum für Naturkunde in Berlin, ins Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Ja, und damit ist das hier auch der letzte Livestream von der Reihe mit den Leibniz-Forschungsmuseen. Und ich freue mich total, dass ihr dabei seid und ich freue mich total auf den heutigen Stream. Und das wird sehr, sehr cool. Keine Sorge, falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, es geht zu Ende. Da kommt noch ein Video, das wird auch sehr, sehr cool. Aber erstmal heute der letzte Livestream. Und ich finde es total cool. Ich sehe, der Chat ist schon sehr aktiv und wir schauen mal. Ja, die meisten von euch haben tatsächlich geschätzt, dass es nur 5% sind, haben also dem Rudolf Diesel nicht so viel zugetraut. 26% haben 42% geschätzt. Ich verspreche euch, wir kommen heute noch zu Motoren, die sind deutlich, deutlich besser. Und ich würde sagen, das machen wir auch gleich noch. Vorher vielleicht noch für euch den Hinweis, wenn ihr Fragen habt an die Experten und Experten hier, an mich oder auch generell was anmerken wollt, dann schreibt es in den Chat rein. Denn das Ganze hier ist ja live und damit interaktiv. Und außerdem, dieses Quiz, was ihr gerade gesehen habt, das kommt immer mal wieder. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann macht gerne mit dabei. So, und ich begebe mich jetzt schon mal langsam darüber. Vorher habe ich noch mal eine Frage an euch und zwar: Was macht ein Ottomotor aus? Das ist ja auch ein sehr bekannter Motor. Ist es die Kaltzündung, die Selbstzündung oder die Fremdzündung? Und das erinnert so ein bisschen an das, was wir gerade schon hatten. So, und parallel gehe ich jetzt mal rüber. Und eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe nämlich gerade schon das Wort Wirkungsgrad mal reingeworfen. Und natürlich begegnet einem der Wirkungsgrad, also auf der einen Seite sehr oft, weil wir ständig darüber reden, auf der anderen Seite vielleicht jetzt auch gar nicht oft genug. Deswegen nochmal ganz kurz, also Definition, Wirkungsgrad ist halt einfach die Energie, die genutzt wird, also zum Beispiel in Bewegung umgewandelt wird, in die Form, die ich halt haben möchte und nicht, die ich nicht haben möchte, im Verhältnis zur Energie, die ich zuführe, die ich reinstecke. Und da gibt sich schon der erste Punkt,
Das kann halt nicht über 100% kommen, weil sonst würde ich ja mehr Energie rauskriegen, als ich reinstecke. Und da haben wir Probleme mit der Energieerhaltung. So, hinter mir seht ihr schon ganz, ganz viele Motoren. Ihr seht eine ganz besondere Form der Motoren, und zwar die Wärmekraftmaschinen. Also alle Motoren, die irgendwie was mit Wärme machen, also auf eine Art und Weise dann Wärme in Bewegung umwandeln. Dampfmaschinen gehören natürlich dazu, auch unser Dieselmotor, aber auch so Dinge wie Stirling-Motoren. Und ich persönlich bin ein großer, großer Fan von Stirling-Motoren. Und ich finde es schön, dass ich hier Thomas Röber jetzt treffen darf bei den Stirling-Motoren. Erstmal vielen Dank, Thomas, dass du die Zeit nimmst, mit uns hier zu sprechen. Du bist Kurator für Kraftmaschinen, Agrar- und Lebensmitteltechnik und Ingenieur und kennst dich bestens aus hier mit den Maschinen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die auf jeden Fall in den Chat rein. Hier werden schon erste Mutmaßungen gemacht, was denn der beste Motor der Welt ist. Ich glaube, einige Leute werden sich hier noch wundern, was da rauskommt. Aber jetzt erstmal sind wir hier bei den Stirling-Motoren. Und tatsächlich, Stirling-Motoren sind mit die ältesten Motoren der Welt, oder? Da hast du recht, ja. Hallo Jakob erstmal und willkommen im Deutschen Museum. Nee, du hast recht, also Stirling-Motoren sind eine Motorenart, die gibt es schon seit über 200 Jahren. Also das Patent von Robert Stirling ist von 1860, ist neulich 200 geworden. Und die haben auch die letzten 200 Jahre so ihre verschiedenen Anwendungen gefunden. Und vielleicht kennt ihr diese Stirling-Motoren sogar, weil da gibt es ganz oft so Modelle. Ich weiß noch, ich habe als Kind auch ein Modell von so einem Stirling-Motor gehabt, was man dann, es war wirklich so eine Mischung aus ein bisschen Plastik, ein bisschen Pappe und ein bisschen Metall. Und ja, dann konnte man das tatsächlich ganz einfach zu Hause betreiben, weil diese Stirling-Motoren, die haben ja eine ganz tolle Eigenschaft, und zwar, die kommen mit relativ wenig Hitze aus, oder? Was macht Stirling-Motoren noch so besonders? Also warum sind die so genial? Finde ich. Okay, also das Tolle bei Stirling-Motoren ist zum einen, die kommen natürlich mit relativ wenig Wärme aus und auf der anderen Seite kommen sie auch mit jeder Wärmequelle klar überhaupt, die es so gibt. Also du kannst deinen Stirling-Motor ja mit der Hand beheizen, wenn es ausreicht, mit der Sonne oder auch mit einem Kernreaktor, wenn du einen hast. Das geht alles und es liegt daran, dass die Luft ja einfach in einem geschlossenen Kreislauf bewegt wird. Wir können uns vielleicht sogar so ein bisschen mal das Prinzip anschauen, weil da vorne, da hat man so einen Stirling-Motor mal aufgeschnitten. Und wie gesagt, wenn ihr es schon mal gesehen habt, da oben, da sind es ja so eine Kammer. Das vielleicht erklärst du es noch mal besser, weil du bist natürlich der Experte davon. Aber wie gesagt, ich habe richtig so Kindheitsflashbacks, wo ich mich an mein kleines Modell erinnere. Aber also da vorne sieht man die Magie. Also ich erkläre es mal für alle, um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also in jeder von diesen Wärmekraftmaschinen geht es ja im Prinzip darum, Luft hin und her zu bewegen. Heiße Luft dehnt sich aus, drückt einen Kolben oder bewegt irgendwas zur Seite und wir zapfen die Energie ab und dann kühlt sich die Luft wieder ab oder wir kühlen sie extern wieder ab und dieser ganze Kreislauf geht von vorne los. Also wir erwärmen Luft, die dehnt sich aus, bewegt was, wir kühlen sie wieder ab und wir erwärmen die Luft wieder. Und beim Stirling-Motor wird das tatsächlich im Kreis gemacht und das kann man hier sehr schön sehen. Also wenn man hier reinguckt, hier sind zwei Kolben in einem Zylinder, also nicht wie wir es beim Automotor kennen, sondern wir haben ja in einem Zylinder zwei Kolben und der eine ist halt der Arbeitskolben, der wird von der sich ausdehnenden Luft runtergedrückt, das ist dieser hier. Und der andere ist jetzt der Verdrängerkolben und der bewegt die Luft eigentlich nur zwischen der heißen und der kalten Seite hin und her. Und das ist halt was, was wir im Auto nicht so haben, weil im Auto ist die kalte Seite einfach die Umgebungsluft, da saugen wir frische Luft an und zum Abkühlen stoßen wir die alte Luft hinten durch den Auspuff wieder aus. Und ja, machen eigentlich nur die Hälfte des Prozesses. Genau, das heißt also, das hier läuft im Kreis und das Schöne dabei ist halt wirklich, man kann es relativ klein machen. Und ein Beispiel, das wirklich super zeigt, wie klein das Ganze dann werden kann, ist hier hinten. Das ist ja ein ganz, also sieht erstmal sehr skurril aus. Man fragt sich, was ist das da hinten für eine Konstruktion? Was haben die Steine mit diesem Stirling-Motor zu tun? Die Steine haben tatsächlich relativ wenig damit zu tun, ne? Also das ist richtig, das ist die zweite interessante Eigenschaft von Stirling-Motoren, die sind relativ leise. Also dadurch, dass da keine Explosionen stattfinden wie beim Automotor, kann man sich sowas auch zu Hause ins Wohnzimmer stellen. Und das hier ist zum Beispiel ein Tischspringbrunnen fürs Wohnzimmer aus dem Jahr 1891. Es ist wirklich total genial. Also das hat man sich zu Hause hingestellt, weil man hatte keinen Elektromotor mit einem Stromanschluss und dann war das so die Methode, die noch irgendwie ganz angenehm war, ohne dass einem das Ohr abfiel, weil da irgendwie ständig irgendwelche Explosionen stattfanden. Also was man hatte, wenn man mit der Zeit ging, war halt ein Gasanschluss, da passte das Ding dran und dann konnte man das einfach so laufen lassen. Es hörte sich halt an wie ein normaler Gasherd, der gerade läuft und plätscherte dann im Hintergrund vor sich hin. Genau, und das hat dann diesen Springbrunnen hier betrieben. Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Arten und ich habe ja vorhin schon gesagt, es soll heute darum gehen,
Was ist so der beste Motor, der effizienteste? Ich habe das Thema Wirkungsgrad schon mal reingeworfen, werden uns da heute noch genauer mit beschäftigen. Das ist natürlich direkt mal die Frage, wie ist denn der Wirkungsgrad von so einem Stirling-Motor? Also das ist eine super Geschichte. Stirling-Motoren sind relativ groß und haben einen ja, normalerweise vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad. Aber fangen wir mal vorne an. Also der älteste Motor, den wir haben, das ist der große, der hier außen steht. Der hat so rund 2,5%. Der ist jetzt auch schon 150 Jahre alt, also der darf das vielleicht. Dafür lief er zuverlässig. Ja. Dann gehen wir hier rüber zu dem kleinen, den wir jetzt mal gesehen haben. Der hat schon, ja, da gibt es verschiedene Zahlen, so 20% der reine Motor, die komplette Anlage mit dem Generator. Also das Ding ist ja kein reiner Stirling-Motor, sondern es ist ein Notstromaggregat zum Radio hören, also wieder sehr leise. Ich kann hier Radio hören mit. Das ganze System hatte einen Gesamtwirkungsgrad, das kleine Kraftwerk, von um die 5%. 5%, das heißt also, das geht darum, hier haben wir diesen Stirling-Motor, der bewegt sich und dahinter ist ein Elektromotor, der sozusagen umgekehrt ist, ein umgekehrter Elektromotor, gleich Generator, damit konnte ich dann Strom erzeugen und du hast es gerade schon gesagt, also es ist relativ wenig Leistung dahinter, aber es reicht, um ein Radio zu betreiben. Genau. Für so ein altes Röhrenradio reicht es völlig aus. Und was man an dem Beispiel schon sehr gut sehen kann, ist, man muss sich bei Wirkungsgrad auch immer überlegen, welches System betrachten wir. Also betrachten wir nur den Motor, dann haben wir hinten ja eine Welle, die sich dreht. Das kann relativ nutzlos sein, wenn wir gerade nichts drehen müssen. Oder betrachten wir halt das ganze Paket, also sowas wie das Kraftwerk, was wir hier stehen haben. Genau, und das ist tatsächlich, glaube ich, der erste wichtige Faktor. Also erstmal waren es von reiner Stirling-Motor 20%, hast du gesagt, ne? Und so ungefähr, am Ende kommt dann aber 5% raus, weil das, was da drin noch passiert, natürlich halt auch wieder mit Reibung, mit all den Faktoren, die dazugehören, Verluste bedeutet. Das heißt also, 20% der reine Motor, aber insgesamt kommen wir bei 5% aus. Geht es noch effizienter bei dem? Es geht noch effizienter. Wir gehen mal bei den Stirling-Motoren einen Schritt weiter. Gehen wir so ungefähr in die Jetztzeit. Da haben wir hier eine Heizung stehen. Auch wieder mit einem Stirling-Motor. Jetzt fragst du dich, wofür brauchst du eine Heizung mit einem Stirling-Motor? Also die brauchst du nicht. Du stellst ja einfach diesen Stirling-Motor als Generator in den Keller. Also der Stirling-Motor ist dieses Teil. Und erzeugst dir damit deinen eigenen Strom und benutzt sozusagen die Abwärme von dem Stirling-Motor, um dein Haus zu heizen. Die Idee ist, ein bisschen Wärme brauchst du die ganze Zeit. Dann kann dieser Generator effizient vor sich hinlaufen. Und der hat auch einen Wirkungsgrad von ungefähr 26% in dem Fall, also so ähnlich wie der Dieselmotor. Und jetzt kannst du als Heizungshersteller natürlich sagen, ja, aber der Strom ist ja praktisch geschenkt, ich will ja nur die Wärme haben. Und die Wärme kriegst du halt immer noch mit einem wahnsinnigen Wirkungsgrad raus, weil es ist ja die Heizung, dann kannst du dir für dieses ganze ja, Heizungs-Stirling-Motor-Paket einen Wirkungsgrad von 97% ausrechnen. Das klingt dann immer sehr gut, das heißt im Endeffekt, also die Wärme, die ich jetzt nicht nutze, um oben die Heizung zu betreiben oder sowas, die nutze ich, um Strom zu erzeugen mit meinem Stirling-Motor. Und da sehen wir wieder den Vorteil von diesem Stirling-Motor, er kommt einfach mit relativ wenig Wärme aus. Und das macht es auch so interessant, also wir werden nachher auch noch darüber sprechen, was sind so die Einsatzgebiete für unterschiedliche Motoren. Wir werden heute auf der einen Seite sowas betrachten, wir werden natürlich Autos auch betrachten, aber wir werden auch noch in die Luft hinausschauen und auch aufs Wasser. Und überall gibt es natürlich andere Anwendungsgebiete. Aber das heißt im Endeffekt, also Stirling-Motor ist auch heutzutage noch interessant, wenn es darum geht, Wirkungsgrad zu verbessern, indem ich zum Beispiel ja, Abwärme oder sowas nutze. Genau, es ist immer ein Thema, also erstens, einerseits kannst du die, ja, geringe Temperatur nutzen, die geringe Abwärme, die du noch hast. Auf der anderen Seite kannst du natürlich immer das machen, was der Thermodynamiker immer macht. Du kannst immer die Temperatur in deinem Prozess steigern. Okay, hier sehe ich schon, es kommen ganz viele Fragen rein. Und ich glaube, eine Frage, die tatsächlich auch sehr in die aktuelle Zeit passt, weil natürlich sich alle fragen, was kann ich zu Hause machen? Was kann ich auch so ein bisschen in den eigenen vier Wänden machen? Weil entweder, also viele haben wahrscheinlich nicht das Kleingeld, um mal eben irgendwie das Haus umzubauen, oder also viele wohnen ja einfach auch in der Wohnung. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht bei mir in der Wohnung, man kann dann mit Solarkraftwerken irgendwie am Balkon oder so was machen, aber zum Beispiel bei der Heizung, das ist halt eher Vermietersache, da kann ich persönlich wenig machen. Und da kommt jetzt eine Frage rein, die, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung abzieht von der Franke. Und der fragt, gibt es Stirling-Generatoren für einen Wohnzimmerofen? Beziehungsweise würde das ein sinnvoller Einsatz sein? Das heißt, wenn ich zu Hause irgendwie so einen kleinen Wohnzimmerofen habe, der hat ja auch Abwärme, könnte ich da zum Beispiel noch so ein Stirling-Modul oben drauf bauen und das damit sinnvoll nutzen?
Das mit Sicherheit nicht. Es gibt aber was für den Wohnzimmerofen, auch mit dem Stirling-Motor. Da drehen wir uns einmal kurz um. Oh, das ist übrigens nicht vorbereitet. Also ich bin sehr gespannt, was wir jetzt sehen werden. Aber es ist genial, da sieht man mal wieder, ihr habt so viele Sachen hier, wir werden wahrscheinlich auf alles heute noch ein kleines Beispiel finden. Okay, wo? Wir gucken jetzt mal in dieses Fach rein mit diesen beiden Ventilatoren. Das ist jetzt ein Ventilator für den Kachelofen oder Kamin daheim. Den kann man sich da draufstellen und der Vorteil ist, über dem Kamin steigt die warme Luft nach oben und dann sammelt sie sich erstmal unter der Decke. Und hier ist es halt so, das Ding läuft dann irgendwann von alleine an und fängt an, die warme Luft in den Raum zu pusten und da besser zu verteilen. Das heißt, letzten Endes, ja, es ist mehr eine Spielerei, aber auf der anderen Seite ist es ein Hilfsmittel, um meinen Kamin etwas effizienter zu betreiben. Effizienter und vor allen Dingen, also so wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich spontan sagen, das führt ja auch einfach dazu, dass ich schneller einen Raum aufheizen kann, oder? Weil ich also diese normale Konvektion, die in einem Raum stattfindet, die dann nach und nach die Wärme verteilt, die wird dann nochmal auf Turbo-Modus mit einem kleinen Propeller gestellt. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes dann. Okay, es kommen immer mehr Fragen rein. Ich weiß gar nicht, vielleicht gehen wir können schon mal ein bisschen in die Richtung uns bewegen. Ich gebe derweil die Fragen weiter. Eine der Fragen ist, was die effizienteste Variante des Stirling-Motors ist. Also hier steht im Hintergrund Alpha, Beta oder Gamma. Ich muss zugeben, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Weißt du, worum es geht? Alpha, Beta, Gamma, Stirling-Motoren? Das sind die Bauformen von Stirling-Motoren. Also die Frage ist, ob die beiden Kolben, wie wir es gerade gesehen haben, in einem Zylinder laufen, also koaxial, oder du könntest die beiden Kolben auch in zwei getrennte Kolben in einem 90-Grad-Winkel zueinander einbauen. Ah, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Das heißt sozusagen, der Part, der sich bewegt, dann gibt es zwei Stück davon, die genau gegeneinander laufen. Ne? Genau. Okay, ja, verstehe. Okay, das heißt also, das hier war jetzt der erste Blick auf die Stirling-Motoren, die erste Variante. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir wollen ja den effizientesten Motor finden und wir gehen jetzt weiter da hinten hin zu einem Motor, den wir gerade schon hatten, wo es auch um das Thema Effizienz geht, zu den Dieselmotoren. Vorher muss ich natürlich erstmal die Frage auflösen, die ich euch vorhin gestellt hatte. So, wir gehen parallel schon mal weiter hier. Und zwar hatte ich euch vorhin gefragt, was jetzt den Ottomotor ausmacht. Und 58%, also die Mehrheit von euch, hat gut aufgepasst. Es ist die Fremdzündung. Das habe ich jetzt nicht verraten, aber zumindest war es klar, der Dieselmotor, der hat die Selbstzündung. Dann könnte es sein, dass der Ottomotor die Fremdzündung hat. Und das bedeutet tatsächlich, also diese Zündkerzen hat man ja schon mal gehört, die immer wieder dieses Luft-Gas-Gemisch entzünden, weil es halt sich nicht selbst entzündet, wie beim Dieselmotor, wie gesagt, dadurch, dass es so komprimiert wird und dann so heiß wird, sondern da ist es halt tatsächlich so, dass es mit so einem Funken entfacht wird und dieser Funken muss natürlich genau getaktet sein, damit es immer im richtigen Moment passiert. Und ich habe dazu gelesen, dass es tatsächlich sorgt dafür, dass es nicht so effizient ist wie die Selbstentzündung. Ja, letzten Endes ist dann der Druck im Zylinder bedeutend geringer und höherer Druck heißt auch immer höhere Temperatur. Und höhere Temperatur ist ja das, was wir in diesen ganzen Prozessen immer wieder anstreben. Also genau. Der begrenzende Faktor für den Wirkungsgrad bei allen Wärmemaschinen ist ja immer das Verhältnis aus der höchsten und der niedrigsten Temperatur im Prozess. Genau, wir haben gerade schon ganz kurz den Wirkungsgrad eingeführt in der sehr simplen Form. Okay, wie viel Energie stecke ich rein, was kommt in gewünschter Form raus? Und jetzt geht es aber natürlich weiter, wenn wir über diese Wärmeprozesse sprechen, da gibt es den Carnot-Wirkungsgrad, also sozusagen das Maximum, was erreicht werden kann. Und das hängt halt von diesem Temperaturunterschied ab. Und da haben wir jetzt den Vorteil von diesem Dieselmotor, ne? Da haben wir den großen Vorteil von dem Dieselmotor. Und es ist ja tatsächlich auch in der Geschichte so, Rudolf Diesel hat ja als er diesen Motor entwickelt hat oder als er in der Thermodynamik-Vorlesung bei Karl von Linde saß, hat er ja sich gedacht, ich will eine Kanonmaschine bauen. Also das war seine Notiz, die er sich gemacht hat. Also ich möchte einfach das Beste vom Besten bauen. Genau, also das Ding, was die Thermodynamik bis ins Letzte auslutscht sozusagen. Und das war eigentlich sein Ziel. Und herausgekommen ist dann der Dieselmotor. Also was Eigenes ist ja eigentlich noch viel netter, wenn die Maschine nach dir benannt ist. Das stimmt natürlich. Also es ist nicht das Optimum erreicht, aber schon ein ziemlich hoher Wirkungsgrad. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz darauf, wie funktioniert dieser Dieselmotor? Also wo ist hier was? Wir haben ja den Vorteil, dass es nicht so ein Ding im Auto drin, was man vorne immer hat, wo man weiß, okay, das Teil ist da, aber so genau da reingucken ist relativ schwierig, weil da meistens mittlerweile auch einfach nur noch Plastik drüber ist. Aber hier können wir genau nachvollziehen, also wie funktioniert das hier? Also ganz oben haben wir ganz klassisch den Zylinder, da drin läuft der Kolben, also es wird Luft eingespritzt, die wird verdichtet, indem ein Kolben sich im Zylinder nach oben bewegt. Und dann wird von oben, man sieht oben jede Menge
kleines Gestänge. Mhm. Das ist ein Teil das Auslassventil, aber ein Teil ist auch die Einspritzanlage. Und die ist bei dem Dieselmotor halt eine relativ aufwendige Geschichte. Und ja, von oben kommt dann der Kraftstoff rein, in diesem Fall dann ein relativ schweres Öl, also der sogenannte Dieselkraftstoff. Und in dem Moment, wo der Dieselkraftstoff drin ist, wird durch die hohe Temperatur, die Luft schon hat, der Kraftstoff auch gezündet und schiebt den Kolben nach unten. Okay, genau. Und das ist halt genau diese Selbstentzündung, die dann passiert durch dieses Zusammendrücken. Und genau, dann wird das in Betrieb gesetzt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, das sind so 26%, wenn man jetzt so heutige Dieselmotoren hat. Wo liegt man da so wirkungsgradmäßig? Also wenn man so einen Schiffsdiesel nimmt, da ist man bei 55%. Da sind dann noch ein paar andere Tricks im Prozess mit drin, also Turbolader zum Beispiel. Also die nehmen dann, die ziehen den Wirkungsgrad noch mal ein bisschen hoch, also die nutzen noch mal die Energie im Abgas aus, um den Motor Frischluft effizienter zuzuführen. Ja, so auf 55% kommt man dann hoch. 55%, ob das Effizienteste ist, das werden wir heute noch herausfinden. Und weil ich es schon gesehen habe, ganz viele haben ja geschrieben, welcher Elektromotor ist das Effizienteste, hat zum Beispiel Blauenkeks geschrieben. Und ich habe das schon mehrfach gesehen. Keine Sorge, wir kommen noch zu Elektromotoren. Wir werden uns hier Schritt für Schritt durchbewegen. Und jetzt haben wir gerade schon über die Funktionsweise gesprochen. Und das ist auch ziemlich cool in dem Museum. Wir können das tatsächlich jetzt auch mal betreiben und sagen live die Funktionsweise jetzt mal nachvollziehen. Es wird relativ laut, kann ich schon mal verraten, obwohl es sogar Elektromotor ist, weil Diesel hier drin zu betreiben, hätte wahrscheinlich einige böse Konsequenzen. Wir machen es live so. Für Blauenkeks mit dem Elektromotor. Du hast den Special-Schlüssel, um es zu starten. Und jetzt seht ihr auch, wie es sich bewegt. Und so das Rad hier sozusagen, da kann man dann das anschließen bei dem großen Rad, was man haben möchte. Und hier seht ihr diesen Kolben, der da hochgeht. Die Luft wird komprimiert, da wird dann Gas eingeschossen und dann wird sozusagen nach durch diese Explosion. Und das ist im Endeffekt die Funktionsweise vom Dieselmotor. Und man kann schon erahnen, also in der Zeit, in der es damals entwickelt wurde, wir haben ja schon gesagt, so Zeit der Dampfmaschinen, das heißt, das war jetzt nicht fürs Auto gedacht, logischerweise, sondern wo hätte man sowas eingebaut? In der Fabrik oder? Also das war tatsächlich was man sich so in sein Kraftwerk, die kamen damals gerade auf, einbaute oder in seine Fabrik. Es war aber so, der Diesel hat auch tatsächlich gesagt, nee, dieser Motor, der ist super, der ist auch was für die individuelle Mobilität, der hat auch ein Herz für die kleinen Leute und hat gesagt, ja, auch die kleinen Leute brauchen individuelle motorisierte Mobilität. Das hat er in seinem Paper, was er im Prinzip bei MAN und bei Krupp gepitcht hat, also sein Grundlagenpapier mit der Theorie des Dieselmotors, hat er schon aufgeschrieben. Im Prinzip kann sich dann jeder Mensch einen kleinen Wagen leisten, der mit einem Dieselmotor ausgestattet ist und der fährt dann auf Bahnschienen und es gibt im Prinzip, wenn du von München nach Hamburg fährst, gibt es halt eine Bahnlinie hin und eine Bahnlinie zurück und ich kann mich in München im Bahnhof mit meinem kleinen Dieselbahnwagen hinstellen, warten, bis der nächste Zug nach Hamburg fährt und dann hänge ich mich da hinten dran und werde mit gleicher Geschwindigkeit dann nach Hamburg geschoben und weiche mich dann in Hamburg wieder raus aus dem Zug. Und ziemlich visionär von ihm, muss man sagen. Also er hatte ja hatte viele Ambitionen, hat man schon gesehen, was auch die Effizienz anging. Aber ja, tatsächlich auch viele Ideen, wie seiner Technologie der Menschheit zugutekommen kann, was ja wirklich was sehr, sehr Schönes ist. Du hattest gerade schon das Thema Turbolader angesprochen und natürlich kam auch direkt eine Frage dazu. Und zwar von Simon, der hat geschrieben, bei Ottomotoren habe ich schon gesehen, dass es Motoren gibt, die durch so einen Turbolader effizienter werden, aber auch manchmal ineffizienter. Woran liegt es, welcher Fall zutrifft? Kannst du da was zu sagen? Also du kannst mit einem Turbolader ja im Prinzip zwei Sachen erreichen. Du kannst einerseits die Leistung steigern oder den Wirkungsgrad. Also wenn du sagst, du hältst die Leistung fest, wird der Motor effizienter. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, die Leistung oder der Wirkungsgrad ist dir ein bisschen egal, du möchtest den Kraftstoffverbrauch festhalten, dann steigerst du damit die Leistung. Und wenn das Ganze dann nicht gut auf den Motor abgestimmt ist, dann kann es auch mal schief gehen. Okay, das heißt sozusagen, es kann gute Effekte haben, kann negative Effekte haben und vor allen Dingen, und das werden wir heute, glaube ich, noch ganz oft sehen, es hängt immer davon ab, was ich will. Was ist mein Ziel? Möchte ich möglichst hohen Wirkungsgrad haben? Geht es mir um das Thema Spritverbrauch oder geht es mir darum, wie schnell ich fahren kann? Also das sind sozusagen die Effekte. Genau, und wenn der Turbolader kaputt ist, das passiert auch mal, dann wird es ganz schnell ganz schlecht. Oh, das klingt nicht gut. Ich bin da nicht so tief drin. Was passiert dann? Was würde dann passieren? Dann saugt der Motor sich seine Luft wieder selber an. Also das ist ja, okay. Wobei der Turbolader hilft. Er drückt die Luft in den Motor und ein Motor ohne Turbolader saugt sich die Luft selber an und der Motor saugt dann
durch den Turbolader, der einfach nur noch als Luft. Hindernis da drin hängt, sich dann seine Luft selber an. Okay, gut. Und das wird ja dann die Effizienz wieder verringern. Das ist sehr viel schlechter als ohne den Turbolader. Okay, so wir gehen jetzt rüber zum nächsten Motor. Und der nächste Motor ist ja tatsächlich einer der Motoren, wo an die Zukunft gedacht wurde, wo sozusagen geforscht wurde, wie kann der Motor der Zukunft aussehen. Und das ist einer, den Daimler damals entwickelt hat, was so mittelgut geklappt hat, würde ich mal sagen. Also erstmal, das hier, das ist die Pkw-Gasturbine. Und vielleicht schauen wir uns die mal an und vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie die genau funktioniert. Also was ist die Funktionsweise von diesem Motor, der ja tatsächlich mal als Zukunftsmotor bezeichnet wurde. Ne? Genau, also ich habe noch ein Kinderbuch aus den 80er Jahren. Da stand drin, im Jahr 2000 fahren wir entweder mit Elektromotoren oder mit Gasturbinen. Und das ist jetzt so eine Gasturbine und das ist tatsächlich ein tolles Exponat. Also die ist auch tatsächlich auf der Straße erprobt worden. Es war halt ein Projekt aus den 70er und 80er Jahren für das Auto der Zukunft. Und diese Gasturbine funktioniert im Prinzip so ähnlich wie ein Verbrennungsmotor. Also sie saugt Luft an und verdichtet die. Dann wird die in der Brennkammer erwärmt. Dazu spritzt man Brennstoff ein, also wie bei einem Verbrennungsmotor und verbrennt das Ganze. Und dann wird der Brennstoff einfach durch eine Turbine entspannt und die Turbine treibt zum Teil den Verdichter an, den sieht man hier vorne, und zum Teil treibt sie dann hinten das Auto an durchs Getriebe. Okay. Und das heißt, also, was war jetzt das Revolutionäre, dass man den Brennstoff erhitzt hat? Oder? Also das Tolle bei der Gasturbine ist erstens, du hast nur ein bewegtes Teil. Also bewegte Teile bedeuten immer Reibung, also Ventile, Nockenwellen und so weiter. Also das ist alles Reibung und das sind alles Verluste. Das heißt, du kannst die Verluste sehr stark vergrößern. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, bei so einer Gasturbine kannst du halt auch mit der Eintrittstemperatur ja relativ einfach hochgehen, weil du eigentlich diesen ganzen Strömungskanal relativ gut im Griff hast. Also du weißt genau, du hast im Prinzip ein Rohr, da steckt die Turbine drin oder der Turbinenläufer und da ist eine Brennkammer. Und da kannst du halt die Verbrennung optimieren. Eigentlich eine gute Sache aus Sicht der Thermodynamik. Warum hat es jetzt nicht geklappt? Also obviously, wir fahren nicht damit und es ist halt tatsächlich leider nicht der Zukunftsmotor geworden. Wobei ich jetzt gerade im Chat gelesen habe, Sonniger schreibt, dass US-Panzer damit laufen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber also vielleicht erstmal, woran ist das Ganze gescheitert? Also das Ganze hier, da muss man fairerweise sagen, ist noch nicht mal ein Prototyp, das ist eigentlich so eine sehr ferne Zukunftsforschung gewesen. Also die haben mal geguckt, wo sind die Knackpunkte und woran könnten wir noch arbeiten. Und das Problem bei dieser Gasturbine ist, die hat eine relativ hohe Temperatur, eine Turbineeintrittstemperatur von 1350 Grad. Und das heißt, das Ding ist in der Mitte komplett aus Keramik. Und damals gab es halt noch nicht die Herstellungsverfahren, dass man das zu irgendeinem Preis, den sich ein normaler Mensch hätte leisten können, hätte herstellen können. Also relativ profan, man hat geguckt, was geht. Und es lohnte sich dann am Ende doch nicht. Okay, aber weil die Keramik so teuer war, heute wäre das heute realistischer in der Umsetzung, weil Keramik günstiger geworden ist? Es gibt natürlich noch einen zweiten Grund. Also zur Vorbereitung habe ich hier nach einem Wirkungsgrad gesucht, den habe ich nicht gefunden. Man konnte sich theoretisch ein bisschen annähern. Ich habe aber die Verbrauchswerte gefunden, also was man so kennt, Liter auf 100 Kilometer. Und das war ja in den 80er Jahren ein bisschen anders. Da hat man gesagt, es gibt Landstraße, es gibt Autobahn und es gibt den Stadtzyklus. Und auf der Landstraße hat die Gasturbine so ungefähr 6 Liter verbraucht, 5,5 ganz genau. Auf der Autobahn 6,7, das ist auch nicht schlecht. Nee, okay. Und dann im Stadtzyklus 14,5. Also okay, das ist ordentlich. Das heißt, also es war nicht für Stadtverkehr gedacht, weil wahrscheinlich das An- und Abfahren, also das An- und wieder Stoppen, viel Effizienz gekostet hat. Oder? Genau, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Elektromotoren super sind. Also die haben ein sehr breites Kennfeld. Das heißt, die können ihre Leistung bei unheimlich vielen Drehzahlen abrufen. Und so eine Gasturbine hat das halt nur sehr bedingt. Also die hat ein recht schmales Kennfeld. Das heißt, bei einer geringen Drehzahl hat sie auch einen recht schlechten Wirkungsgrad. Und wenn du immer wieder an der Ampel stehst und wieder anfährst, dann geht halt der Wirkungsgrad ziemlich in den Keller. Ja, ja. Verständlich, tatsächlich in unseren heutigen Städten und selbst auf den Autobahnen in Deutschland, wo ja wirklich viel gebaut wird, wäre das definitiv ein Ausschlusskriterium. Gibt es denn so Punkte, wo man sagen würde, okay, da ist dieser Motor langfristig nochmal interessant? Hat er vielleicht nochmal ein Comeback oder ist es eher unrealistisch? Also wenn man zum Beispiel an die Elektromobilität denkt,
ist natürlich so ein Range Extender irgendwie sehr denkbar. Da würde eine Gasturbine einfach in ihrem normalen optimalen Betriebspunkt laufen und könnte zu einem guten Wirkungsgrad tatsächlich die Batterien wieder laden. Das wär schon sehr denkbar. Und anderswo werden Gasturbinen natürlich auch genutzt, also in Kraftwerken oder in Flugzeugen aus verschiedenen Gründen. Oder was wir hier hinter mir sehen, ist eine Gasturbine zum Gastransport. Mhm. Dieses große Ding, da nimmt man die natürlich auch für. Okay, weil sozusagen da ist ja immer die optimale Umgebung gelegen, um das dann zu verwenden. Genau. Weil man halt nicht dieses Stop and Go hat. Das Gas ist da und man schaltet sie an und lässt sie durchlaufen. Mhm. Und im Flugzeug kommt noch dazu, Gasturbinen haben halt eine hohe Leistungsdichte, das ist im Flugzeug sehr wichtig. Also die Maschine wiegt recht wenig für das, was sie leistet, und im Flugzeug möchte ich am liebsten Passagiere und Fracht transportieren und möglichst wenig die Maschine drumherum. Klar, ja, also jeder Kilo zählt, und da ist das verständlich. Das heißt also, wir haben uns schon ein bisschen dem effizientesten Motor angemerkt oder dem besten Motor, wie wir es auch immer nennen wollen. Wir werden da gleich aber noch genauer reingehen, und wir werden auch tatsächlich nicht nur gerne Motoren uns anschauen, sondern auch Generatoren. Es geht auch um die Stromerzeugung. Wir werden auch noch auf den Elektromotor kommen. Es kommen immer mehr Fragen dazu rein, und tatsächlich kommen auch ganz viele Fragen an dich. Du bist ja gleich noch da, also wir werden gleich wieder bei dir sein. Vorher müssen wir jetzt einmal kurz darüber gehen, denn wir haben noch ein paar andere Gebiete, die wir uns speziell anschauen wollen, wo wir auch noch mal Experten zu eingeladen haben. Das heißt also erstmal vielen Dank an dich soweit, aber nicht weglaufen, weil gleich kommen wir noch mal zu dir, und dann werde ich auch die ganzen Fragen hier noch mal aus dem Chat stellen. Dann bis gleich. Bis gleich. Und in der Zwischenzeit an euch noch mal die Frage: Wie schwer ist denn der größte Motor der Welt? Sind es 2230 Tonnen, 1522 Tonnen oder 885 Tonnen? Tatsächlich, das können wir ja tatsächlich den Thomas gleich auch mal fragen, würde mich auch interessieren, wie schwer dieser uralte Dieselmotor ist. Aber dazu kommen wir dann gleich. So, und jetzt, ich habe ja vorhin schon gesagt, es soll auch um die Mobilität der Zukunft gehen, und vor allen Dingen soll es auch um verschiedene Formen der Mobilität gehen. Also nicht nur um Autos, sondern, ihr seht es schon, es wird auch um Flugzeuge nachher nochmal gehen, um das Fliegen an sich. Es wird auch noch um das Thema Energieerzeugung gehen, weil wirklich, also hier im Museum gibt es wirklich alles, aber es geht auch um die Schifffahrt. Und tatsächlich, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, dann wäre ich sogar bei einem Schiff. Wer schon mal im Deutschen Museum war, der weiß, dass da draußen ein echtes Schiff einfach steht, was man sich angucken kann. Aber ich bleibe jetzt mal hier drin, und stattdessen schalte ich nach Bremerhaven zu Dr. Frederik Theiss. Viele von euch kennen ihn schon. Wir haben tatsächlich zusammen schon mal ein Video gemacht, wo es darum ging, wie effizient kann Schifffahrt eigentlich werden? Und es ging um die Frage, wie wir auch mit Physik die Schifffahrt deutlich effizienter machen können. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Schifffahrtsmuseum, Leibniz-Institut für maritime Geschichte, und ist halt Experte, besonders für Schifffahrtsgeschichte und alles, was mit dem Wasser zu tun hat. Und ich freue mich sehr. Frederik, kannst du mich schon hören? Ja, hallo Jakob und YouTube. Ja, ich kann dich sehr gut hören. Wunderbar. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in den Chat rein. Ich versuche, so viele wie möglich weiterzugeben. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Punkte, auf die man hier gerne ansprechen möchte. Aber ich versuche, so viel wie möglich weiterzugeben. Ich würde sagen, wir kommen sofort zum Thema Schiffe. Vorher löse ich vielleicht noch kurz die Quizfrage auf, weil dann ploppt die auch hier nicht so sehr auf dem Chat auf. Und zwar, also wie schwer ist der größte Motor der Welt, habe ich gefragt. Und jetzt schauen wir mal, was ihr geantwortet habt. Und ja, tatsächlich 61% der Leute wussten es sind tatsächlich 2230 Tonnen. Also irre schwer. Der größte Motor der Welt, der ist 22 Meter lang, 18 Meter hoch und wiegt halt diese 2230 Tonnen. Und es ist der Motor von einem der größten Containerschiffe der Welt. Und damit sind wir auch schon bei der Schifffahrt. Und ich glaube, also meine erste Frage, die zielt da direkt ein bisschen drauf ab, weil wir haben schon gesehen, okay, das Ding ist wirklich sehr, sehr schwer. Ein Auto, was so einen Motor drin hätte, das würde allein davon schon kaputt gehen. Was sind denn so die großen Unterschiede bei Schiffsantriebsarten im Vergleich zu den Antriebsarten hier an Land, also von Autos? Ja, einige Dinge sind ja hier schon angesprochen worden, dass wir hier rein physikalisch schon von ganz anderen Dimensionen sprechen, was Maße angeht, was Gewicht von einigen tausend Tonnen angeht. Weitere Unterschiede haben wir ganz gewiss auch in der Art und Weise, wie solche Schiffsmotoren laufen. Also wenn wir in Richtung der großen Containerschiffe gehen oder der Öltanker vielleicht auch, dann sind das Motoren, die dann vielleicht auf etwa 14 Zylindern laufen, unter anderem, die natürlich enorme Leistungen erbringen müssen für Schiffe von
Kreis über 350 bis zu knapp 400 Metern. Leistungen bei Zweitaktern von ja, bis zu 80 Megawatt, umgerechnet vielleicht so, um eine begreifbare Größe zu nennen, 100 bis 110.000 Pferdestärken. Also schon ganz enorm, um diese Schiffe anzutreiben. Ganz wichtig bei großen Schiffen ist natürlich auch die Zuverlässigkeit. Das ist was, was im Flugzeug natürlich auch eine Rolle spielt, selbstverständlich. Bei Schiffen aus dem Grund, weil natürlich das System selbst geschützt werden muss. Das ist etwas, was dann eben diese enormen Ausmaße annimmt. Und auch die Umgebung, die Infrastruktur, das Revier ist natürlich ein Faktor, der da auf der sicheren Seite sein muss. Das heißt, man kann es nicht riskieren, dass hier Maschinenausfälle stattfinden und dann eben Schiff selbst, Revier und in langer Sicht vielleicht sogar die Weltschifffahrt unter einer solchen einzelnen ja, Katastrophe, einem solchen einzelnen Ausfall zu leiden hätte. Ja, wir haben es ja tatsächlich in der Vergangenheit gesehen, also was passieren kann, wenn so ein Schiff mal sich nicht weiter bewegen kann. Das hat ja wirklich Auswirkungen. Das glaubt man gar nicht, dass man irgendwie plötzlich ja teilweise Computer oder Möbel waren es ja auch ganz viel und so nicht mehr bekommt, weil ein Schiff einen Kanal versperrt. Also da sieht man auf jeden Fall, es ist sehr, sehr wichtig, dass das alles funktioniert. Gibt es noch weitere Antriebe? Wollte ich gar nicht so sehr unterbrechen, aber ich habe direkt gedacht, so, oh Gott, das ist ja wirklich vollkommen richtig. Man kann nicht wie beim Auto einfach den ADAC anrufen und dann wird irgendwie abgeholt auf der Autobahn, sondern ja, es ist viel, viel wichtiger, dass das wirklich rund läuft. Richtig, genau. Und was wir bei Schiffen natürlich auch noch haben, vielleicht auch im Unterschied zum PKW, ist eben schon kurz angesprochen worden, das ist die relativ lange Laufzeit. Das heißt, bei Inbetriebssetzung und vor der Abschaltung vergehen dann oft mindestens Tage, eher Wochen, wenn wir von Reisen von Asien nach Europa vielleicht sprechen. Und diese Motoren sind dann eben auch über Jahre, Jahrzehnte im Einsatz bei Schiffen, die hochteuer sind und dann eben auch vielleicht im Schnitt 20, 25 Jahre lang eingesetzt werden. Ein weiterer vielleicht auch ganz interessanter Unterschied, wenn wir später über Themen wie Effizienz und Wirkungsgrad sprechen, ist eben die Tatsache, dass diese Motoren, die auf Schiffen eingebaut werden, recht viele unterschiedliche Betriebssituationen kennen. Also wenn wir von der Fahrt im Kanal sprechen, auf dem Fluss, in einem Revier, das vielleicht eng ist, über das An- und Ablegen, das auch mit Schlepperhilfe passiert, aber wo dann eben trotzdem auch die Maschinen noch laufen, dann ist das was anderes als eben die langen Reisen über See, wo dann vielleicht eine andere Last anliegt. Und da macht dann die Bandbreite der prinzipiell gefragten Betriebsstufen eben nochmal anders sein, als das bei einem PKW der Fall wäre. Wir kommen tatsächlich, also es kommen schon ganz viele Community-Fragen ein und ich finde, eine passt an der Stelle ganz gut, weil du hast schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Bedingungen und es kam die Frage von Atom-Ed rein, ob es denn zum Beispiel auch schon, also wir haben jetzt gehört, es sind vor allen Dingen halt diese Schiffsdieselantriebe, gibt es auch schon so elektrisch angetriebene Cargo-Schiffe? Elektroantriebe sind natürlich in der Schifffahrt schon, sagen wir, Realität. Das gilt für Forschungsschiffe in Teilen, das gilt für Fahrgastschiffe, es gilt auch für kleinere Frachtschiffe. Das hat auch Zukunft, also das wird hier sicherlich noch sehr viel mehr werden. Wenn wir von den ganz großen Einheiten sprechen, also Containerschiffen jenseits der 300 Meter, ist die derzeitige Schätzung, dass sich da der reine Elektroantrieb wahrscheinlich zunächst einmal nicht durchsetzen wird. Auch angesichts der, sagen wir mal, alternativen Techniken und auch Treibstoffe, Brennstoffe, die zurzeit ja primär erforscht werden. Das funktioniert ganz gut und da ist zumindest bei diesen ganz großen Einheiten dann der Elektroantrieb eben erstmal noch nicht gefragt. Auch damit zu tun, dass da eben enorme ja, Kapazitäten an Raum und Gewicht für die Speicherung, die Akkus herhalten müssten, auch die entsprechende Infrastruktur an Land und der Verlust bei der Ladung, der ist natürlich auch bei anderen Antrieben da. Also es gehen immer eine gewisse Anzahl von Containern drauf, wenn man jetzt Motoren auf Öl oder auf LNG einbaut. Der Verlust bei Elektro ist dann eben nochmal um ein
wesentliches größer. Und deswegen ist das eben für diese großen Schiffe im Moment zumindest erstmal noch keine Entwicklung, die sich deutlich abzeichnen würde. Also bei Verlust geht es jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, um das Thema Gewicht. Also sozusagen, weil ich natürlich weniger Last mitnehmen kann und diese Batterien so unglaublich schwer sind, oder? Es geht um das Thema Gewicht, es geht aber vor allem auch um das Thema Raum. Also wenn wir heute nachschauen, dann sind es wahrscheinlich so im Schnitt vielleicht einige hundert Container auf ein Containerschiff gerechnet, die draufgehen für die Unterbringung der Motoren. Das gilt auch für Motoren, die jetzt auf LNG laufen, schon Entwicklung der letzten Jahre. Und das eben auch bei ganz großen, bei den Schiffen jenseits der 300, 350 Meter. Und da sagt man eben, das ist akzeptabel so. Allerdings das, was für den Elektroantrieb an Raum vorzuhalten wäre, das ist da anscheinend zurzeit noch nicht akzeptabel. Okay, wir haben jetzt schon LNG gehört, wir haben ganz kurz das Thema Elektromotor angesprochen, wobei wir da schon auch gemerkt haben, geht jetzt nicht für jedes Schiff. Hier kommt eine Frage aus der Community genau zu dem Thema. Anna fragt, was sind denn so zukünftige nachhaltige Antriebsmöglichkeiten für Schiffe? Also vielleicht auch noch dazu, so, wo kommt man da hin, wie gut sind die schon? Ja, also zurzeit, das muss man vielleicht voraussagen, und das ist auch noch eine Perspektive, für einige Jahrzehnte sind die fossilen, die herkömmlichen fossilen Brennstoffe noch ganz, ganz wichtig, werden es auch noch bleiben. Also sowas wie Schweröl und marine Diesel. Wir haben aber im Grunde auch schon Brückentechnologien und Technologien, die darüber hinaus wichtig werden, die zurzeit in der Erforschung sind. Wichtige Brückentechnologie ist dann eben das LNG als Brennmaterial oder Brennstoff, wenn man so möchte, also Liquefied Natural Gas oder Erdgas, also im Wesentlichen Methan. Dieser Stoff ist nicht ganz CO2-frei, das heißt, wir haben da immer noch gewisse Treibhausgasemissionen. Dieser Stoff hat auch eine etwas geringere Energiedichte, als das bei herkömmlichen Treibstoffen der Fall ist. Aber es gibt eben auch diese deutlichen Vorteile, es ist etwas weniger CO2. Und deswegen ist man eben dabei, diesen Treibstoff jetzt zu implementieren. Der ist auch gut verfügbar. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie viele Schiffe da zurzeit auf See betrieben werden, einige 10.000 sind das ja, vor allem auch für die Frachtschifffahrt, dann haben wir im Prinzip rein rechnerisch und theoretisch schon jetzt die Kapazitäten, diese Schifffahrt allein auf LNG fahren zu lassen, theoretisch sozusagen. Mhm. Eine weitere Möglichkeit ist dann die der erneuerbaren Treibstoffe oder der Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Und das ist natürlich langfristig etwas, wo man hin will, um eben Treibhausgase wirklich zu reduzieren. Das sind diese sogenannten E-Fuels oder auch Power-to-X-Fuels. Das heißt, man nutzt Windkraft, Solarenergie, um diese Treibstoffe herzustellen, konkret sowas wie Ammoniak, sowas wie Wasserstoff oder auch Methanol. Und da ist dann eben der CO2-Ausstoß deutlich reduziert. Auch hier haben wir das Problem, dass die Energiedichte dieser Treibstoffe geringer ist. Und wir sprechen immer noch von Schiffen enormen Ausmaßes, die hier betrieben werden sollen. Und zudem sind die zurzeit vorhandenen Motoren, die jetzt auf LNG oder diesen erneuerbaren Treibstoffen sozusagen betrieben werden sollen, noch nicht optimiert für diese neuen Treibstoffe. Das heißt, hier wird nicht ganz die Wirkung erzielt, wie wir sie bei herkömmlichen Treibstoffen eben jetzt schon haben. Weiterer Punkt, und deswegen ist das tatsächlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, ist, dass diese Stoffe eben noch nicht in der Weise verfügbar sind, wie herkömmliches Schweröl, marine Diesel, auch nicht wie LNG, das ja wirklich prinzipiell da ist. Bei Methanol, Ammoniak, Wasserstoff sind wir eben deutlich unter dem Bedarf, was die Produktionskapazitäten angeht, den die Schifffahrt eigentlich hätte. Also das, was wir im Moment an Seeschiffen betreiben. Und deswegen ist der wirkliche Einsatz dieser Mittel eben eine Perspektive von mindestens 10 Jahren, dass sich das ordentlich etabliert, dass das tendenziell die anderen, die Brückentechnologien oder erst recht die herkömmlichen Treibstoffe ablöst. Das ist eben eine Frage eher von Jahrzehnten als von Jahren.
Wenn du jetzt auf was setzen müsstest, sagen wir, okay, das ist die Antriebsform, der Brennstoff oder halt auch wirklich eine komplett andere Form der Zukunft, worauf würdest du setzen? Im Grunde ist das auch etwas, was man nicht in einem Satz direkt beantworten kann. Aber stell dir vor, du müsstest dich entscheiden. Ja, dann würde ich im Moment ganz klar auf diesen LNG-Antrieb setzen. Also der gewinnt an Marge, das heißt, der verdrängt nach und nach tatsächlich diese herkömmlichen Treibstoffe. Und er ist die Technologie, die es uns sozusagen erlaubt, die Techniken, die Motoren zu entwickeln, die dann zukünftig eben mit Treibstoffen aus erneuerbaren Energien optimal zurechtkommen. Insofern ist das sicherlich der Antrieb als Brennstoff, als Motoren, auf die ich im Moment setzen würde. Okay. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Einblick und auch Ausblick damit in die Zukunft. Wir werden uns jetzt hier noch weiter mit Antriebsformen beschäftigen, auch mit dem Thema, wie können wir die Energie dafür herstellen. Und genau, dann schauen wir mal, wo wir nachher hinkommen, was denn jetzt das Fazit hier ist, was die effizienteste Form ist. Also erstmal vielen, vielen Dank an dich, Frederik, und liebe Grüße nach Bremerhaven. Bitteschön und Grüße zurück. Dankeschön. Ja, also das war auf jeden Fall schon mal ein spannender Einblick da rein in das Thema Schifffahrt. LNG ist ja auch sehr witzig, weil wir haben ja gerade erst ein Video dazu veröffentlicht, weil LNG da auch für uns jetzt hier in Deutschland immer wichtiger wird. Ich meine, 600-fache Energiedichte als einfaches Gas, also einfach dadurch, dass es halt so komprimiert ist. Aber man muss natürlich auch sagen, ein Viertel, wenn es schlecht läuft, der Energie, die man daraus gewinnen kann, die wird schon allein in dieses Komprimieren und so investiert. Das heißt, hat alles so seine Vor- und Nachteile. So, jetzt gehen wir mal rüber, weil ich habe schon darüber gesprochen, ja, dass Nachhaltigkeit, dass die Effizienz von solchen Motoren und sowas ganz viele Faktoren gibt, die da einen Einfluss drauf haben. Und wir haben auch gerade schon das Wort E-Fuels gehört. Und jetzt soll es mal auch darum gehen, ja, wenn man sozusagen Motor umdreht und einen Generator sich anschaut, was ist da denn möglich so an Wirkungsgraden? Und das wird ja tatsächlich auch gerade, wenn wir über diese alternativen Antriebsformen sprechen, sehr, sehr relevant. Also E-Fuels, man hört das ja immer wieder auch gerade. So, also teilweise, es wird sehr, sehr darüber diskutiert, wie gut jetzt E-Fuels sind oder nicht. Fest steht auf jeden Fall, wir haben eigentlich gerade nicht so richtig die Energie, um die herzustellen. Und wenn das jetzt so Biokraftstoffe sind, dann haben wir das Problem, dass dafür viel Regenwald teilweise abgeholzt wird, was dann auch nicht so geil ist. Aber sie werden durchaus relevant. Volker Quaschning, mit dem ich neulich gesprochen habe, der meinte zum Beispiel, der ist ja kein Fan davon, aber der sagt, ja, beim Thema Luftfahrt, und die ist nun mal auch ein großer Faktor, wird das auf jeden Fall langfristig für uns nochmal relevant werden. Und dafür brauchen wir Strom, und das bringt mich zu der Sache, wo wir jetzt gerade stehen. Denn hier haben wir auch eine Turbine, aber es ist keine Turbine, um ein Schiff anzutreiben, sondern hier geht es um die Energiegewinnung, und zwar ja um Wellenkraftwerke. Was haben wir hier genau? Das ist eine Wells-Turbine. Der Name passt eigentlich zum Kraftwerk super, aber sie ist nach Alan Wells benannt, der sie gebaut hat. Und ja, das ist im Prinzip eine Maschine, mit der man Wellenkraft ernten kann, wenn man das passende Gebäude drumherum baut. Okay, also das ist die Turbine, das heißt sozusagen das, was in Bewegung gesetzt wird durch das Wasser. Aber, und das finde ich ganz spannend, wir können mal hier rüber gehen, weil hier sieht man so ein Modell, wo das eingebaut ist. Also sozusagen, das hier ist das Meer. Hier haben wir ja dieses Gebäude im Endeffekt, was du gerade angesprochen hast. Und hier oben haben wir diese Turbine. Und ich kann jetzt mal, oder Thomas, möchtest du, ich darf den Knopf drücken. Das war früher als Kind immer bei Museen natürlich das Tollste. Ich löse jetzt mal so Wellen aus. Also hier, die Wellen kommen. Ihr seht das da auch da unten ganz gut an diesen roten Symbolen. Und jetzt passiert Folgendes, das Wasser, das schwappt hier rauf und runter, und hier haben wir diesen Korridor, und da ist natürlich Luft drin, und die wird rausgedrückt, also wenn ich hier meine Hand drüber halte, dann spüre ich richtig, wie da Luft rausgedrückt wird, aber halt auch wieder reingezogen wird. Und das Spannende ist, dieser Motor, egal ob es jetzt rausgedrückt wird oder reingedrückt wird, dreht sich die ganze Zeit in die richtige Richtung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich baue mal sowas mit solcher, natürlich eher dieser Maßstab, so einer Turbine, dann könnte ich jetzt hier oben wahrscheinlich meinen Elektromotor anschließen und könnte damit Energie gewinnen, oder? Du hängst einen Generator dran und dann hast du ein Kraftwerk. Also gibt es solche Kraftwerke? Also werden die schon gebaut? Sowas gibt es. Sowas wird normalerweise an Stellen gebaut, wo man natürlich ordentlich Brandung hat oder eine steile Küste mit sehr vielen Wellen. Also unser Exponat, was wir hier gezeigt haben, ist aus Schottland. Das lief mal auf Islay.
Aber du baust es normalerweise, wenn du sowieso ein Betonbauwerk dahin baust. Also zum Beispiel einen Wellenbrecher, da passt sowas gut rein. Mhm. Weil der lebenslaufbegrenzende Faktor ist ja eigentlich tatsächlich das Bauwerk, wo die ganze Zeit die Wellen dran schlagen und das Gebäude verschleißen. Also die Turbine hält das relativ gut aus. Also wenn man sie aus der Nähe anguckt, ja, sie hat ein bisschen Rost oder ist ein bisschen korrodiert an den Ecken, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich wollte tatsächlich mal eine Doku über Wellenkraftwerke machen und da ist tatsächlich auch aufgeploppt, also Irland, so generell dort oben, die sind sehr, sehr weit in diesem Bereich. Also da gibt es viele Forschungsprojekte, die ja daran arbeiten. Wenn wir jetzt mal wieder auf die Frage kommen, okay, Wirkungsgrad, wie gut ist das Ganze? Wie wäre so der Wirkungsgrad hier von so einem Wellenkraftwerk? Von dieser Wells-Turbine wäre der Wirkungsgrad sehr schlecht. Also jetzt reden wir mal nur über die Turbine. Und nur die Turbine, eine nackte, also nur das Turbine hier oben. Hat normalerweise einen Wirkungsgrad von 80-90%. Also nur das Ding, was sich dreht, wo du deinen Generator anschließt. Diese Wells-Turbine hat jetzt einen Wirkungsgrad von eher so um die 40%. Okay. Das liegt daran, dass diese Schaufelprofile, die wir hier haben, einfach symmetrisch sind und sie sind maximal ungünstig in die Strömung geneigt. Wenn ich jetzt an irgendeine Windturbine denke, wo die Strömung halt aus einer bestimmten Richtung kommt. Aber hier kommt die Strömung ja aus beiden Richtungen. Und deswegen nimmt man hier einen gewaltigen Wirkungsgrad, Einbuße in Kauf und hat dafür aber dann eine Turbine, die immer funktioniert und die im Prinzip auch Gratisenergie erntet. Darum geht es ja. Okay, das heißt also, wir nehmen in Kauf, dass der Wirkungsgrad relativ gering ist, dafür, dass wir es halt sozusagen in beide Richtungen betreiben können. Wenn ich jetzt noch einen Elektromotor oder, also nicht Motor, sondern Generator natürlich da dran packe, wo lande ich dann? Also wie ist der Wirkungsgrad sozusagen, wenn ich so ein komplettes Kraftwerk mal betrachte? Also du hast ja direkt den Generator da dran und ein Generator hat einen Wirkungsgrad von, sagen wir, 85-90%. Also der Einfachheit halber nehmen wir mal die 90%, dann bist du immer noch bei 36% für dein Gesamtkraftwerk. Aber wie gesagt, es ist ja ziemlich egal, weil die Energie einfach kostenlos daherkommt. Genau, das ist tatsächlich, das passt auch sehr gut. Nach wie vor gerne schreibt eure Fragen hier rein. Eine Frage habe ich gerade schon gesehen von Silver Soul. Wie es denn mit der Wirtschaftlichkeit, also er hat geschrieben, der verschiedenen Motoren aussieht. Aber das kann man ja tatsächlich auch ganz gut darauf übertragen. Wie sieht es zum Beispiel mit der Wirtschaftlichkeit hiervon aus? Du hast gerade schon gesagt, kostenlose Energie. Auf der anderen Seite, kostenlos ist leider nichts im Leben, habe ich gelernt. Man muss ja sowas auch erstmal bauen. Ist das was sich lohnt so? Es lohnt sich eigentlich nur an einer Stelle, wo du sowieso das gewaltige Betonbauwerk bauen musst. Also zum Beispiel, weil du die Küste schützen musst vor riesigen Brechern oder einer Hafenanlage. Da werden dann sowieso Betonmühlen oder Wellenbrecher davor gebaut und da kann man sowas sehr gut einbauen. Okay, das heißt sozusagen, da wäre sowas dann interessant. Es gibt ja auch noch andere Formen von Wellenkraftwerken. Ich kenne so die an so Bojen, mit Bojen dann funktionieren, wo es dann einfach, also die werden dann nicht an der Brandung gebaut, sondern so eher mitten auf dem Meer sind so schwimmende Plattformen. Habt ihr auch, ich habe nicht vorhin schon gedacht, das ist so eine leuchtende Boje, aber es ist tatsächlich, okay, jetzt sehe ich es auch. Also hier haben wir so eine Boje, wir können ja nochmal auslösen. So, zack, finde ich übrigens auch total geil, diese Wellengenerierung. Genial, hat jeder schon mal im Schwimmbad erlebt, aber das mal so von innen zu sehen. Okay, also die geht hoch und runter und da oben, da sehe ich schon eine Spule und ich glaube, da drin sind so Neodym-Magneten. Ne? Genau, da ist einfach ein Neodym-Magnet drin und sie produziert den eigenen Strom. Man kann sehen, das grüne Lämpchen blinkt. Kann man sagen, wie effizient sowas ist? Also kommt das, was ist besser von der Effizienz her? Hier gibt es natürlich noch das große Problem, man muss den Strom erstmal noch an Land bringen. Ja. Also da gibt es noch ein ganz anderes Effizienzproblem. Okay, das ist sozusagen die Leitung ist dann da ein Hindernis. Verstehe, aber es ist genial, es ist sehr genial. Und tatsächlich ja auch wieder, also klar, ein bisschen Reibung hat man, aber es ist jetzt einfach dadurch, dass es halt durch Induktion passiert, ja auch irgendwie interessant, weil man halt nicht irgendwie ein Getriebe oder so dazwischen hat. Genau, also es ist auch ein Freikolben, also es gibt eine Hin- und Herbewegung. Und sonst nichts. Ein bewegtes Teil ist immer gut. Also möglichst wenig bewegte Teile. Möglichst wenig Bewegung, möglichst wenig Reparatur ist dann immer ein bisschen günstiger. Ihr müsst mir übrigens verzeihen, ich sehe hier ständig Dinge und finde so, das möchte ich auch noch. Wir haben eigentlich immer wenig Zeit, aber finde ich genial. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal darüber, weil also das ist eine Form der Energiegewinnung. Die andere, die gerade jetzt in Deutschland für uns ja auch sehr, sehr relevant ist, die steht da drüben. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier vielleicht lang. Und zwar geht es hier um die Windanlagen. Und hier sieht man sowas, also sozusagen
ein Windkraftwerk, eine Windkraftanlage, so natürlich nicht mehr ganz funktionsfähig. Und das ist ja für uns in Deutschland wirklich sehr, sehr relevant. Wenn wir über Windkraftanlagen sprechen, dann gibt es ja tatsächlich eine Besonderheit, wenn es jetzt um das Thema Effizienz, um das Thema Wirkungsgrad geht, weil bei Windkraftanlagen machen wir das ja nicht. Also warum reden wir bei einer Windkraftanlage nicht über den Wirkungsgrad normalerweise? Also das fängt, ich fange mal ganz vorne an, also das fängt erstmal schon mal da an, dass du bei einer Windturbine wie dieser hier, die du einfach in den Wind stellst, ja gar nicht die ganze Energie aus dem Wind rausziehen kannst, wie du es eigentlich machen wollen würdest. Also wenn da die Luft jetzt durchströmt, idealerweise, um sämtliche kinetische Energie rauszuziehen, würdest du den Wind auf Null abbremsen, dann würde die Luft hinter dem Rad stehen und die nachströmende Luft müsste die erstmal wieder mit Energie rausschieben. Also das funktioniert nicht. Da gibt es einen theoretischen Oberwert, das ist der Betz-Faktor, das sind ungefähr 59% der Energie, die wir überhaupt aus der Luft rausziehen können. Und genau, also da ist sozusagen die erste Grenze mit drin, aber das ist ja nicht der, also ist ja nicht der Hauptgrund, warum wir da den Wirkungsgrad nicht nennen, oder? Der andere Grund ist, also der Wind unterscheidet sich ja von Tag zu Tag, je nachdem wie er weht, und ich muss als Betreiber von meiner Windkraftanlage auch ein bisschen entscheiden, möchte ich, dass die möglichst das ganze Jahr überläuft, dann wird sie einen schlechten Wirkungsgrad haben. Oder möchte ich, dass sie nur ganz wenig läuft, aber dann mit einem optimalen Wirkungsgrad oder irgendwas dazwischen. Ja, das ist ja tatsächlich so, dass, also was man sich auch manchmal wieder fragt, so bei sehr starkem Wind produzieren Windkraftanlagen ja in der Regel auch keinen Strom, weil es dann sozusagen auch zu gefährlich wird und sozusagen die nicht dafür ausgelegt sind. Bei sehr schwachem Wind laufen sie auch nicht. Und das heißt, man hat sozusagen den Sweet Spot gefunden, wo man sagt, okay, so wenn ich mir das ganze Jahr anschaue, dann ist das so die optimale, wie sagt man das dann, Laufleistung oder Funktionsweise? Also man nimmt so ungefähr 50% der Windgeschwindigkeit oder den Wind so, die Windgeschwindigkeit am Auslegungspunkt so, dass die Turbine zu 50% des Jahres läuft. Also sozusagen 50, ich schaue mir an, wann wie viel Wind ist und dann gucke ich, okay, 50% der Fläche sozusagen unter meinem Graphen, welche Geschwindigkeit hat die ungefähr und genau. Darauf lege ich das aus. Okay, verstehe. Das ist erstmal, finde ich, sehr, sehr interessant, weil es auch da wieder darum geht, okay, wir reden viel über Wirkungsgrad und das ist ja auch das, was man gerne macht, was ich auch total gerne mache, um so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ganz oft hört man ja auch von tollen neuen Dingen und wenn man dann mal genauer hinschaut, dann sieht man, oh krass, das ist unfassbar ineffizient. Aber es gibt halt auch Faktoren, wo die Effizienz nicht das Wichtigste ist, weil auch da wieder gilt, A, wir können den Wind natürlich nicht ganz abstoppen, aber B, auch, wir wollen ja, also die Energie ist ja kostenlos wieder da, wenn man das Ding gebaut hat, was ist auch wieder interessant. Könnte man denn sagen, wenn man das so durchrechnet, dann sagen wir, okay, es kann nicht der ganze Wind geerntet werden, es kann nicht die ganze Zeit laufen. Kann man trotzdem eine Aussage über den Wirkungsgrad treffen, wenn man sozusagen die typische Windsituation hat, also diese 50%? Also man kann natürlich sagen, man nimmt sich jetzt so eine Situation, wo die Turbine meistens drin läuft und man betrachtet nur die Turbine oder das ganze System mit dem Generator dran und die Turbine hat normalerweise dann schon wieder einen höheren Wirkungsgrad, also die hat dann schon wieder so ihre 60-70% und das ganze Ding ja, liegt dann meistens doch bei 50%, weil es noch ein Getriebe gibt und einen Generator und so weiter. Okay, 50% Wirkungsgrad, so in diesem Faktor, so. Aber wenn man wieder bedenkt, okay, der Wind, der ist ja einfach da, ist es auch nicht so schlecht. Nee, also es ist geschenkt und Freibier schmeckt am besten. Fast geschenkt, wie immer, weil man es natürlich bauen muss. Und da kommt tatsächlich auch ganz passende Frage jetzt wieder von der Franke. Und zwar geht es um die Materialien, die bei Windkraftanlagen verwendet wird und auch ein bisschen um die Frage, warum es so schwer ist. Und das ist toll, weil, wie gesagt, dieses Museum hat einfach alles. Und da sehen wir sogar so einen Windflügel, der sozusagen ausgebaut wurde, nicht in dieser typisch weiß lackierten Form, sondern das ist ja sozusagen das, was unter der Verkleidung ist mit den unterschiedlichen Schichten. Und da sieht man interessanterweise schon ganz viel, dass da ganz viel Holz drin steckt, aber mit ganz viel unterschiedlichen, also ich weiß nicht, ist das Epoxidharz dann und irgendwelchen Kunststoffen und so da drin? Ja, es ist sozusagen alles drin. Also es ist Holz, was mit glasfaserverstärkten Kunststoffen so ein bisschen in Form gehalten wird. Und dann gibt es halt noch so Harze, die so ein bisschen die Unebenheiten rausglätten. Das sind diese roten Streifen, die dran sind. Und dann ist es noch sehr wichtig, dass man die Vorder- und die Hinterkanten gut formt. Deswegen ist da die Kunststoffschicht ein bisschen dicker. Aber das meiste oder dieser ganze Körper ist im Prinzip, wenn man sich es anguckt, so ein bisschen wie so ein Industrieparkett, also was es so in alten Werkstätten gibt. Also das ist Balsaholz, Balsaholzklötzchen, die nebeneinander gestellt werden. Ja.
Und wenn man sich dieses Segment mal ansieht, also das ist ein Teil von einem Flügel, der jetzt hier theoretisch so gerade in die Halle gepasst hätte. Also wir haben keine Tür, die groß genug ist. Also wenn man sich von vorne nach hinten ansieht, dann sieht man auch die Wurzel und die Spitze unter der Decke hängen. Und dieser ganze Flügel hätte durch den ganzen Leichtbau ungefähr 11 Tonnen gewogen. Und das Ding ist 50 Meter lang, also so schwer ist er dann gar nicht. Okay, durch diese Bauart. Was halt tatsächlich schwierig ist, um dieses Wortspiel aufzugreifen, ist tatsächlich das Recycling. Durch diese ganzen Materialien, die da kombiniert werden, habe ich auch mal ein schönes Video zu gemacht, könnt ihr euch mal anschauen, wo es um die Frage geht, ja, können wir das denn recyceln? Die Antwort ist ja, aber sehr, 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 sehr schwierig. Und ich habe gehört, also gerade in den USA werden die Dinger einfach verbuddelt. Ne? Das ist auch so suboptimal. Also die werden sich noch ein paar Jahrhunderte halten da. Genau, aber es gibt natürlich schon auch teilweise Schrott, der schon sozusagen von abgebauten Windkraftanlagen, das ist ja auch so ein großes Thema, wann baut man eine Windkraftanlage an, was dann auch wieder mit dem Thema Preis, also nichts ist kostenlos im Leben zu tun hat, was die Wartung angeht. Aber genau, finde ich ganz, ganz eindrucksvoll, dass man das hier sehen kann. Ich würde sagen, wir gehen schon mal parallel so ein bisschen nach da drüben und ich habe noch mal eine Quizfrage an euch, die zu unserem Thema hier passt. Und zwar geht es um die Frage, wie hoch war der Anteil der Windkraft an der deutschen Stromerzeugung im Jahr 2021? Waren es 20%, 12% oder 35%? So, ihr könnt jetzt gerne mal abstimmen und wir kommen mal hier rüber, weil ich will natürlich gleich noch mit dir an meiner Seite diese abschließende Frage klären. Was ist denn jetzt der effizienteste Motor der Welt? Was ist der beste Motor der Welt? Das heißt, ich würde sagen, während ihr abstimmt, fangen wir doch mal nicht direkt mit dem höchsten Wirkungsgrad an, sondern vielleicht eher mit, was ist so der effizienteste Motor der Welt? Das kommt eigentlich wirklich darauf an, wofür du ihn benutzen möchtest. Ich habe gefürchtet, dass es keine einfache Antwort ist. Also es kommt darauf an, was ich nutzen möchte. Das heißt, vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Also woran mache ich das dann fest? Also du musst dir überlegen, wenn du zum Beispiel deinen Motor als Antrieb für einen Generator benutzen möchtest, ist ein E-Motor grundsätzlich erstmal schlecht geeignet. Weil ich kann schlecht, wenn ich Strom erzeugen will, macht es nicht wirklich Sinn, dass ich da erstmal Strom reinpumpe. Genau. Okay, ja, verstehe. Und dann musst du überlegen, brauchst du irgendwas Großes, Schweres? Also ist es für eine stationäre Anwendung, dann kannst du auch mal ein bisschen schwerer bauen. Dann kannst du vielleicht auch mit den Temperaturen hochgehen bei einer Wärmekraftanlage. Oder gibt es irgendwas, wo du eine maximale Temperatur hast, die du einhalten musst? Also zum Beispiel Gasturbinen im Straßenverkehr. vorhin kam im Chat das Beispiel mit dem amerikanischen Panzer. Der ist relativ bekannt, weil wenn der eine Straße runterfährt, haben die Leute, die rechts und links stehen, auch Verbrennungen. Oh, weil es so warm wird? Weil der so heiße Abgase hat. Okay, ist ein heißer Wagen. Okay, ich habe versucht, daraus ein Wortspiel zu machen, aber es hat leider nicht so richtig geklappt. Okay, das heißt sozusagen, also klar, es hängt immer davon ab, was ist so mein Anwendungsgebiet. Wenn wir uns jetzt mal das Auto anschauen, was ja viele Leute zu Hause haben, was würdest du da sagen, ist der effizienteste Motor? Wir kommen gleich noch zum Wirkungsgrad, aber wenn wir jetzt also rein mal aufs Auto gucken, was würdest du da sagen, ist die beste Form? Also es kommt wieder darauf an, wofür du das Auto benutzt. Okay, muss man natürlich fairerweise sagen, wir hatten es gerade schon mit der Gasturbine auch, also sozusagen neben diesem Hitzefaktor natürlich auch ein Problem im Straßenverkehr, wenn ich plötzlich 14 Liter mit meinem Kleinwagen verbrauche. Genau, aber als kleinen Flitzer in der Stadt bist du natürlich mit einem Elektromotor super bedient. Also Wirkungsgrad von einem Elektromotor, wenn wir jetzt mal die Rekordmotoren, die 99, irgendwas Prozent haben, mal nicht zählen, dann sind es immer noch 80, 90%. Das ist schon viel. Da hast du natürlich das Problem, je größer die Batterie ist, die du mitschleppst, desto ineffizienter wird dein Gesamtsystem Auto. Also eigentlich ist es ja auch ein bisschen unfair, jetzt den Motor zu betrachten. Eigentlich musst du ja dein Auto als Maschine sehen und dann musst du sagen, ja, ich schleppe halt meine Batterie mit und wenn ich jeden Tag nur 200 Kilometer fahre, dann komme ich mit einer viel leichteren Batterie aus, als wenn ich sage, ich fahre jetzt 1000 Kilometer am Tag. Vor allem, du sagst nur 200 Kilometer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Zahl im Kopf habe, aber ich glaube, es sind so 43 Kilometer oder so, die der Durchschnittsdeutsche am Tag fährt. Also sozusagen, ich sage das ja immer mal wieder, ich glaube persönlich, dass wir oft in diese Autos viel zu große Batterien einbauen, die dann vielleicht so, okay, ich gebe es zu, einmal im Jahr irgendwie beim Familienurlaub genutzt werden oder so, aber die wenigsten Leute fahren wirklich so viele Kilometer. Und ich glaube, da muss man wirklich nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht irgendwie Lösungen findet. Okay, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also, wenn wir uns jetzt mal zum Wirkungsgrad rüber bewegen, der ja auch tatsächlich heute immer wieder Thema war, wenn ich mir so einen Motor anschaue, der höchste Wirkungsgrad,
Du hast gerade was von 99% gesagt. Also ist das, also 99% ist ja wahrscheinlich top. Also das besser geht es ja eigentlich nicht, sonst ist man bei 100%. Das ist wahrscheinlich eher unrealistisch, würde ich jetzt mal sagen. Es sei denn, du unterbrichst mich direkt und sagst, das stimmt nicht. Was sind das für Motoren und was macht die so effizient? Das sind einfach neue Elektromotoren, die auch ja, relativ gut unter Laborbedingungen gelaufen sind. Also vielleicht muss man auch immer so ein bisschen zwischen dem unterscheiden, was irgendein Motor auf dem Prüfstand macht und was ein Motor dann später in der Realität macht. Aber das ist auf jeden Fall eine Zahl, die ist neulich mal durch die Presse gegangen und das ist natürlich schon wahnsinnig viel. Wie schaffen die das? Also vielleicht, wie kriegt man das hin, dass man so einen Elektromotor so sehr pimpt, dass er dann auf die 99% kommt? Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich nehme an, die werden wahnsinnig viel gekühlt haben und die Reibung in den Leitungen, in den Stromleitungen etwas gespart haben, also die Widerstände, wie die Reibung in Stromleitungen heißt. Okay, das heißt sozusagen, das ist ja wieder beim Thema Laborbedingungen, sozusagen, wenn man dafür sorgt, dass das Ding in der optimalen Temperatur läuft, dass man zum Beispiel nicht wie beim Auto Luftwiderstand oder sowas hat, dann kommt man auf solche Werte. Wenn man das jetzt so als komplettes Auto betrachtet, so ein Wirkungsgrad von so einem E-Auto, kann man das sagen? Es ist ja wieder von den, Geschwindigkeiten ab. Ne? Klar, es hängt irgendwie vom Anwendungsfall ab, aber ungefähr 65% ist so die Hausnummer, die man da sagen kann. Okay. Und da bist du schon besser als mit einem Benzinmotor unterwegs, weil ein Benzinmotor zum Beispiel andere Vorzüge hat. Mhm. Also wie gesagt, wenn du deine 1000 Kilometer am Tag abspulst, bist du sicher mit dem besser bedient. Das stimmt natürlich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Es gibt so viele spannende Fragen, die man dazu stellen kann. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich muss gleich auch noch die Quizfrage auflösen, ich weiß. Fahrt ihr überhaupt Auto? Wenn ja, welches Auto verwendet ihr? Und vielleicht auch noch, könnt ihr so ungefähr abschätzen, wie viele Kilometer ihr fahrt? Fände ich ganz interessant, machen wir mal unsere kleine Umfrage. Und ich löse jetzt auch noch mal ganz schnell die Quizfrage auf, die ist sonst auch so im Blick immer bei dem Chat. Es sind tatsächlich 20%. Schauen wir mal ganz kurz, wie die Leute abgestimmt haben, also wie viele von euch es richtig wussten. So, und ja, tatsächlich, nicht ganz die Mehrheit. Also die Mehrheit hat 12% gesagt, sind tatsächlich sogar 20%. Und zwar bei der kompletten Windenergieproduktion auf Land und auf See in Deutschland im Jahr 2021. Und damit hat die Windkraft übrigens einen Anteil von ca. 50% von erneuerbaren Energien gehabt. Also wirklich ein sehr, sehr großer Faktor. So, und die Leute schreiben jetzt hier schon fleißig rein. Also wir haben irgendwie Diesel, wir haben E-Auto. Aber tatsächlich sieht man schon bei den ersten Antworten, dass mit den 40 Kilometern kommt eher so hin. Also die wenigsten Leute sind hier wirklich viele, viele Kilometer auf einmal unterwegs. Eine Frage würde ich gerne noch aus der Community stellen, weil jetzt haben wir schon ganz viel über die Motoren gesprochen. Wir haben uns verschiedene Beispiele angeschaut, wenn es um die Energiegewinnung geht. Wir haben uns angeschaut, wenn es um das Fahren im Auto geht. Jetzt hat hier der Franke noch mal die Frage gestellt, wie sieht es denn für stationäre Anwendungen aus? Er fragt hier nach dem Generator. Welcher Generator ist da der effizienteste? Muss man natürlich immer fragen, was ist das effizienteste? Vielleicht, wer hat den besten Wirkungsgrad? Aber muss man dann als Gesamtsystem betrachten und vielleicht auch, wie sieht das so preis-leistungsmäßig aus? Was ist da so das Beste aus deiner Sicht? Also fangen wir mal ganz vorne an. Also das Kraftwerk mit dem höchsten Wirkungsgrad, das, wenn wir jetzt von Wasserkraftwerken absehen, die durch ihre Turbinen einfach einen irre hohen Wirkungsgrad haben, aber das ist wieder die Gratisenergie, die es nur da gibt, wo es sie halt auch gibt. Also die thermischen Kraftwerke mit dem höchsten Wirkungsgrad sind Gas- und Dampfkraftwerke heißen die. Das heißt, da ist eine Gasturbine und die hat ja relativ heißes Abgas. Und damit wird dann nochmal Dampf erhitzt. Der wird noch ein bisschen nacherhitzt. Und da sind im Prinzip zwei sehr effiziente Prozesse zusammengeschaltet. Ein bisschen so wie beim Ottomotor mit Abgasturbolader. Da sind auch zwei Prozesse aufeinander abgestimmt. Und da kann man ein Kraftwerk bauen. Der Weltrekord sind jetzt 61,2%. Also da kann man schon sehr hohe Wirkungsgrade erreichen. Mhm. Und wenn man dann sagt, man nutzt jetzt die Abwärme, die hinten rauskommt, noch wie wir es bei dieser kleinen Heizung gesehen haben, dann ist man auch bei 85-90% Gesamtwirkungsgrad. Das ist tatsächlich ganz spannend. Also auf der einen Seite kann man einen Stirling-Motor draufstellen. Was wir auch neulich schon mal hatten, da haben wir auch ein Video zu gemacht, man kann natürlich auch diese Abwärme nutzen, um zu heizen, was dann tatsächlich es ja noch mal leichter macht, weil man jetzt nicht wieder das Ganze in Bewegung umformen muss. Und dann wird es nachher vielleicht wieder zurückgewandelt in Wärme, um damit zu heizen. Das heißt, also da gibt es tatsächlich das Thema
das noch effizienter machen, indem man Abwärme und sowas nutzt. Das ist ja tatsächlich eins, wo wir wahrscheinlich noch viel Potenzial haben, oder? Also da gibt's noch viel zu holen, aber man muss natürlich auch immer bedenken, also es ist so ein bisschen so wie bei allen anderen Turbinen auch, wenn ich jetzt Wärme übrig habe, da brauche ich auch einen Abnehmer für. Also das effizienteste Kraftwerk mit der tollsten Wärmeauskopplung nutzt mir nichts, wenn nicht nebendran jemand ist, eine Stadt oder eine Firma, die mit der Wärme was anfangen kann. Definitiv. Also das macht vor allen Dingen natürlich in der Nähe von großen Städten Sinn oder wenn es dann die Industrie irgendwie nutzen kann. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Wir waren mal bei einer Algenfarm, die Abwärme von einer Serverfarm genutzt hat, also kein Kraftwerk, aber auch da gibt es ja dann die Möglichkeiten und das ist ja durchaus auch dann attraktiv. Ich weiß tatsächlich, dass in Island wird ganz viel Abwärme genutzt, sagen wir von der Geothermie, wo dann das nicht mehr ganz so heiß ist, dass es sich lohnt, damit Strom zu erzeugen und deswegen werden auf Island erstaunlicherweise Bananen zum Beispiel angebaut. Also viel Potenzial da auf jeden Fall drin. Es kommen noch ein paar mehr Fragen an. Ist das okay? Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit. So lang ist der Tag nicht mehr. Man sieht schon, es ist hier relativ dunkel und wir sind nachts allein im Museum. Subictum fragt, könnte man einen Motor aus Keramik bauen, den man nicht kühlen müsste? Also wie sieht es sozusagen mit neuen Bauformen dann aus oder Baumaterialien? Also Keramik ist ja ein Thema, was durchaus gemacht wird, gerade bei den Gasturbinen. Also wir haben es bei der PKW-Gasturbine gesehen und bei den neuen Gasturbinen wird es auch noch so gemacht. Das Problem bei Keramik ist immer, die sind relativ teuer herzustellen und gerade in den erforderlichen Feinheiten zu bauen, das ist relativ aufwendig und teuer. Also da gibt es dann noch einen anderen Wirkungsgrad, der sich Wirtschaftlichkeit nennt. Ja. Also nicht alles, was man machen kann, lohnt sich auch. Ja, alles kostet was und da ist es natürlich dann immer der begrenzende Faktor. Aber es ist spannend, wenn man über diese neuen Materialien redet. Es gibt ja auch dieses leichteste Material der Welt. Ich weiß nicht, ob einige vielleicht dieses Video von Mark Rober, nicht von Mark Rober, sondern von Veritasium kennen, wo er sozusagen, da wird das in so einen Hochofen gelegt und weil es halt also es ist so eingeschlossene Luft im Endeffekt vor allen Dingen und sehr schlecht Wärme leitet. Vielleicht sind das auch irgendwie Ansätze, die man da noch verfolgen kann und vielleicht wäre das auch ein spannendes Neue Materialien sind immer was, also gerade bei den Gasturbinen, da sieht man es, die Gasturbine ist 1791 patentiert worden und die erste ist 1935 gelaufen, also in dieser Zeit haben sich die Materialien verbessert und dadurch konnte man mit der Turbine Antrittstemperatur hochgehen und dann fing die Gasturbine eigentlich erstmal an, richtig zu laufen. Also das heißt, da ist immer noch Luft und das ist im Prinzip, woran die ganze Wärmemotorenindustrie die ganze Zeit forscht. Im Prinzip, wie bringen wir die Temperaturen nach oben? Und das ist ein Maschinenbaustudium in a nutshell sozusagen. Ja, es ist, also ich glaube, wir haben in Zukunft so viele Herausforderungen, die wir lösen müssen mit viel Ingenieurskunst, mit viel MINT im Endeffekt. Das heißt also, das ist irgendwie spannend, dass man denkt, okay, wir arbeiten schon so lange daran. Wir haben vorhin hier den ältesten Dieselmotor der Welt gesehen und auch jetzt sozusagen gibt es noch Potenzial, alle Dinge zu verbessern und natürlich auch gerade im Bereich Elektromobilität, die ja noch viel, viel jünger ist, also beziehungsweise gar nicht viel, viel jünger, aber die kommerzielle Nutzung davon viel, viel jünger ist, wo es dann viel Potenzial gibt. Es gibt noch eine Sache, weil jetzt haben wir ganz viel über Wirkungsgrade gesprochen und eine Sache fand ich ganz witzig, die du vorhin angesprochen hattest, so in so einem Gespräch vorab. Du hast tatsächlich auch mal den Wirkungsgrad von Menschen recherchiert, ne? Ja, also im Prinzip, wenn du dich mal so ein bisschen als Wärmemaschine siehst, also du nimmst deinen Brennstoff auf, also du isst jeden Tag und du sonderst Wärme und Bewegung ab. Also im Prinzip unterscheiden wir uns nicht so sehr stark von Motoren. Ein Mensch hat, wenn er arbeitet, also eine Kurbel dreht, das ist sportwissenschaftlich untersucht worden, einen Wirkungsgrad von ungefähr 25%. Okay, das heißt sozusagen, Energie zugeführt ist das, was ich esse und Energie, die rauskommt, ist das Kurbeln. Hat man da dann sozusagen, weil ich habe ja einen Grundverbrauch, so den ich sagen, selbst wenn ich keinen Sport machen würde, hat man das rausgerechnet? Das ist, der ist dann nicht mit drin. Also das heißt, deine Leerlaufleistung, die du sowieso verbrauchst fürs im Bett liegen und deine Körpertemperatur halten, die geht nochmal oben drauf. Also 25%, das heißt, das ist jetzt nicht sonderlich attraktiv, mit ganz vielen Menschen, die so eine Kurbel drehen, irgendwie Strom zu erzeugen. Naja, aber du kannst dir überlegen, es könnte interessant sein, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Da hast du tatsächlich, liegst du gar nicht so viel schlechter als irgendwo ein Auto mit Ottomotor. Da habe ich tatsächlich auch mal gehört, da gibt es ja diesen Artikel auch dazu, wobei ich glaube, da muss, habe ich zugehört, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. A, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob
er sich nicht sogar verrechnet hat. Müsste ich nochmal nachrecherchieren. Aber auf jeden Fall spannend zu sehen, dass, klar, auch für Menschen könnte man Wirkungsgrad von bestimmen. Und da ist auch die Frage, wie effizient das Ganze ist. Jetzt habe ich gerade noch im Chat gesehen, Tobias Kornmeier hatte das Wort, was mir entfallen war. Es ist Aerogel, was ich meinte. Also dieses super leichte und halt auch sehr, sehr isolierende Material, wo ich mir vorstellen könnte, was spannend ist. Okay, so erstmal an dich. Vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestellt hast, gegeben hast für all diese spannenden Themen. Ich bin total begeistert, wie gut du dich hier auskennst und wie du zu jedem Thema was sagen konntest. Man merkt auf jeden Fall, also die Ausstellung hier mit den Motoren, das ist deine Leidenschaft. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilgenommen. Das ist mein Arbeitsplatz. Das ist dein Arbeitsplatz. Das heißt, wenn ihr noch ein paar weitere Fragen an Thomas habt, dann kommt auf jeden Fall hier im Deutschen Museum vorbei und stellt eure Fragen. Also geht ins Museum. Ich glaube, man sieht, dass es sich lohnt, hier hinzugehen. Es ist ja wirklich phänomenal und wir sind hier nur in einem Teil. Also es gibt noch viel, viel mehr, was man hier entdecken kann. Genau, und wir sind 7 Tage die Woche geöffnet. Also kommt vorbei. Genau. So, erstmal vielen Dank an dich. Und wir machen aber noch weiter, also bitte noch nicht weggehen. Es wird hier noch einiges passieren und zwar wollen wir auch noch über die Mobilität der Zukunft sprechen, also Mobilitätskonzepte. Und ihr seht es ja schon, ich bin hier in einer Halle, wo auch ganz viele Flugobjekte sind. Also es sind Flugzeuge hier, es sind Helikopter hier. Tatsächlich kann man da oben sogar schon erahnen, das ist jetzt leider sehr, sehr dunkel, dass es da auch um die Raumfahrt geht. Ja, und damit wollen wir uns natürlich auch noch beschäftigen, also herausfinden, wie sind denn zukünftige Mobilitätskonzepte. Und es soll aber auch noch um was anderes gehen. Und das, finde ich, ist tatsächlich was jetzt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen überraschend klingt. Denn ich habe jetzt noch einen Gast hier, und zwar Dr. Jörg Freihof. Und er ist am Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin. Und das ist tatsächlich etwas, und man muss das erstmal zusammenbringen, was das jetzt mit dem Thema Mobilität der Zukunft zu tun hat. Er ist nämlich Ichthyologe, ich muss das selber ehrlich gesagt nachschauen, es ist ein Fischforscher und Fischfotograf. Und er erforscht sozusagen die Tiere. Und warum wir jetzt da hinschalten, ist natürlich die Frage, was wir denn von den Tieren lernen können. Und ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht auch von Lesch neulich dieses Video gesehen haben, wo ihr auch geschaut habt, sozusagen, was wir von der Tierwelt übernommen haben. Und genau hier setzen wir jetzt an. Das heißt, falls ihr auch da wieder Fragen habt, macht das gerne. Ich frage erstmal Dr. Freihof, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Hören Sie mich auch? Alles? Ich höre Sie auch wunderbar. Na, dann ist ja super. Vielen, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns auch heute wieder Rede und Antwort stehen. Und ich habe es gerade schon gesagt, also Sie sind Ichthyologe. Ich musste es googeln, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, was es ist. Das heißt, also Ihr Themenschwerpunkt sind Fische. Genau, mein Themenschwerpunkt sind Fische. Jetzt. Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, ja. Ich meine, viele Leute beschäftigen sich mit Fischerei und. Also Fische sind ja keine, sage ich mal, wirklich exotische Gruppe in unserem Leben. Das stimmt natürlich. Das war tatsächlich eher darauf bezogen, dass wir heute einen Livestream machen über Motoren, über die Mobilität der Zukunft. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kommt das jetzt zusammen? Aber wir werden es zusammenbringen, weil es passt nämlich unglaublich gut zusammen. Und zwar können wir ja aus der Tierwelt einiges lernen. Und ich war ja tatsächlich, habe auch einen Livestream gemacht aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Und da haben wir uns ja die Digitalisierungsstraße angeschaut. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, schaut es auf jeden Fall nach. Ich fasse es mal kurz zusammen. Das war ein Teil dieses Streams, wo wir uns angeschaut haben, wo Tiere digital eingescannt werden und dann sozusagen in eine Sammlung aufgenommen werden. Und von dieser Sammlung kann man dann etwas lernen für die Mobilität der Zukunft. Und vielleicht könnten Sie mir da noch mal ein bisschen sozusagen sagen, was kann man denn jetzt von diesen Tieren lernen? Also was können wir übernehmen für die Mobilität der Zukunft? Ja, also die Sammlung, die existiert natürlich ja schon. Hm. Und zwar seit wirklich vielen Jahrzehnten. Die Herausforderung ist natürlich, dass all diese Objekte, das sind ja insgesamt 30 Millionen Objekte, die sitzen in irgendwelchen Gläsern oder liegen in irgendwelchen Schubladen und sind dadurch natürlich wirklich schwer verfügbar für Leute, die sich halt nicht speziell, sagen wir mal, für Fische interessieren. Sie interessieren sich jetzt vielleicht für Oberflächenstrukturen oder sie möchten ein neues Auto entwickeln und haben natürlich da gar keine Idee,
Was können Sie jetzt, sagen wir mal, von Fischen für Autos lernen? Das liegt ja nicht auf der Hand. Und dementsprechend digitalisieren wir die Sammlung. Sie können dann irgendwann in der Zukunft alle diese Objekte online abrufen. Und wenn Sie sich eine grundlegende Frage überlegt haben, zum Beispiel zu Oberflächenstrukturen, ja, was natürlich ja so ein bisschen auf der Hand liegt, dann können Sie sich von diesen 30 Millionen Objekten allen die Oberflächenstruktur angucken und hoffentlich dann auch mit künstlicher Intelligenz nach speziellen Eigenschaften oder speziellen Merkmalen diese ganze riesige Datenbank durchsuchen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und vielleicht bringe ich an dem Punkt mal wieder die Interaktivität mit rein und stelle noch mal eine kleine Quizfrage, die genau darauf abzielt. Und zwar, von welcher Tierart haben sich die Lufthansa und die BASF bei der Konstruktion von Flugzeugflügeln inspirieren lassen? War es die Schlange, Hai oder Krokodil? Das heißt also, ihr könnt jetzt mal parallel abstimmen. Wir verraten die Antwort natürlich noch nicht, aber wir können uns ja mal andere Oberflächen anschauen. Und tatsächlich, Sie haben ein paar Bilder mitgebracht. Eins ist zum Beispiel von so einer Feder, also die Oberflächenstruktur von so einer Feder. Was gibt es da sozusagen, was kann man da lernen von und was gibt es da auch für unterschiedliche Oberflächenstrukturen in der Natur? Vielleicht zeigen wir das Bild mal ganz kurz. Die so. Feder. Ah, wer blendet die denn jetzt ein hier? Da kommt sie. So, hier. Da ist die Feder. Okay, also das heißt, klar, wir sehen hier schon diesen kleinen Federstränge und die sind sozusagen zusammengepackt, was dann diese einzelne Feder ergibt. Was kann man hier genau sehen und was kann man vielleicht daraus lernen? Also, was Sie sehen, ist die Feder eines Schwans. Also ein ganz gewöhnlicher Höckerschwan, den Sie irgendwie an jedem größeren Parkteich finden können. Und ganz links, dieses dicke weiße Ding, das ist im Prinzip der Federschaft. Und rechts sind dann dieses weiche Element der Federn, das ist der untere Teil der Feder, sodass Sie auch so ein bisschen die Daunen unten sehen. Die Feder hat natürlich verschiedene Funktionen, also die muss den Vogel ja warm halten. Vögel sind ja fast 40 Grad warm und müssen auch bei dem kalten Wetter natürlich diese Wärme halten. Und das ist ja das, was in dem letzten Interview gesagt wurde, das ist die Effektivität oder die Effizienz. So eine Feder hat nicht nur die Funktion, dass der Vogel damit fliegt, sondern sie hat multiple Funktionen, sodass in jeder Funktion natürlich die Effizienz geringer ist. Wenn wir jetzt uns aber die einzelnen Elemente dieser Feder angucken, da können wir ja nur einen dieser Teile, zum Beispiel effektives Fliegen, herausnehmen. Der Vogel hat ja, das ist ja ein echtes Problem für den Vogel. Ne? Der möchte natürlich möglichst wenig Energie beim Fliegen verbrauchen. Und ein wesentlicher Teil dafür ist natürlich Gewichtsersparung. Das heißt, alles an so einem Vogel, wo das irgendwie nicht in Widerspruch steht mit irgendwas anderem, ist natürlich auf Gewichtsersparung ausgelegt. Und diese Feder, da haben Sie ja an der Seite diese Elemente, die sind durch ganz winzige kleine Häkchen, sind die miteinander verbunden. Also alles super effizient. Und das hat man sich ja von der Mechanik des Ganzen intensivst angeguckt. Was man sich aber interessanterweise kaum angeguckt hat, ist, wie sind zum Beispiel Oberflächenstrukturen auf den Deckfedern von Vögeln, die ganz unterschiedlichen Anforderungen ausgesetzt sind. Also eine Drossel in ihrem Garten, die hat natürlich einen ganz anderen Bedarf an effektiven Fliegen als ein Albatros oder ein Mauersegler, der monatelang die Luft überhaupt nicht verlässt. Also hier gibt es wirklich noch viele Dinge zu entdecken. Und das Schöne ist, Sie brauchen ja eigentlich nur in so ein Naturkundemuseum wie bei uns reinzugehen. Und da haben Sie dann in einem riesigen Regal all diese Vögel voll befiedert zur Verfügung und können sich angucken, was sind die Unterschiede? Wie lösen verschiedene dieser Vögel diese Probleme? Ja, und daraus kann man dann wieder etwas lernen für die Mobilität der Zukunft. Optimale Überleitung, um auch diese Quizfrage mal aufzulösen. Also sagen, was wurde sich denn da abgeschaut für die Luftfahrt? Und
Tatsächlich ist die richtige Antwort, man hat auf die Haut von Haien geschaut. Und zwar haben diese Haie, die haben so Ripplets, so ganz, ganz kleine, feine Rillen. Und man hat festgestellt, wenn man die auf die Flügel packt, dann kann man diese oberflächennahe Reibung reduzieren. Und damit kann man Flugzeuge effizienter machen. Und wer tatsächlich auch das Video von Lesch gesehen hat, das geht sogar mittlerweile noch viel, viel weiter. Und zwar nicht nur diese Oberfläche, also die Lufthansa und BASF, die haben so eine Folie gemacht, die man dann man sehr einfach die Oberfläche verändern kann. Man kann aber sogar hingehen, sogar die Flügel verändern. Und da schaut man sich das dann nicht von Haien ab, sondern von Walen. Und das ist wirklich, also es ist genial, was man sich da abschauen kann. Haben die meisten Leute tatsächlich auch richtig gewusst, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Jetzt kommen schon ganz viele Fragen rein. Und ich finde, eine Frage ist mir dabei auch gefallen. Also Sie haben ja schon gesagt, ich kann ins Museum gehen, kann mir da Dinge abschauen und kann mir überlegen, ja, wo ist es denn sozusagen optimal für, und Don Philippe fragt, welches Tier ist am effizientesten bei der Bewegung? Können Sie dazu was sagen? Also sozusagen natürlich wahrscheinlich mit dem Spezialgebiet der Fische könnte man erstmal vielleicht darauf schauen. Also kann man da sagen, was ist da besonders effizient, wenn es um die Bewegung geht? Es gibt natürlich unglaublich viele Bewegungen im Tierreich. Also Sie können, wenn Sie sich eine Fangheuschrecke angucken, die ist natürlich besonders effizient in einer Bewegung, nämlich Schnapp. Ja. Ja. Das Fangheuschrecke, ist das ein Fisch oder ist das eine Heuschrecke? Das ist ein Insekt. Gottesanbieterin, okay. Kennen Sie vielleicht, ne? Die sitzen da so rum und dann läuft irgendwas vorbei, irgendeine Fliege, und dann schnappen die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, einer unglaublichen Effektivität zu. Es gibt natürlich andere Bewegungen, schnelles Laufen, schnelles Schwimmen, schnelles Fliegen und, und. Also Bewegung ist extrem divers. Also jetzt zu sagen, wer ist da am effizientesten, muss man, glaube ich, spezifizieren. In welcher Bewegung? Ist es eine ganz kurze Bewegung, wie bei der Fangheuschrecke? Ist es eine lange Bewegung? Ein Gepard, ne? Der kann unglaublich schnell rennen. Aber nur ganz kurz. Das stimmt. Das heißt sozusagen, wenn es um ein guter Punkt wird, das hatten wir heute auch schon ganz oft, man muss natürlich sich immer anschauen, was man erreichen möchte. Möchte man möglichst weit kommen, möchte man schnell sein, möchte man ganz wenig Energie dabei verbrauchen, dann lässt man sich wahrscheinlich einfach wie so eine Qualle treiben oder so. Wenn wir jetzt nochmal sozusagen auf das Tierreich gucken, also wir haben ja noch mehr Bilder dabei von diesen Oberflächenstrukturen und auch dabei dann dieser Frage so ein Stück weit weiter nachgehen, was denn die Effizienz, sozusagen wie effizient etwas auch sein kann, wenn es zum Beispiel darum geht, möglichst weit sich fortzubewegen. Da finde ich eine Sache ganz interessant, und da haben wir ein Bild zu, und zwar von Fischen, von der Oberflächenstruktur von Fischen. Und ich weiß nicht, wenn man schon mal im Schwimmbad war, dann weiß man ja, wie schwer man sich teilweise im Wasser bewegen kann, weil diese Viskosität so hoch ist oder die Zähflüssigkeit so hoch ist, also es ist deutlich höher als in der Luft, wo man sich ganz gut fortbewegen kann. Und da ist natürlich die Frage, wie schaffen es Fische, sich so schnell da lang zu bewegen? Und das hat ja wahrscheinlich auch mit dieser Oberfläche dann zu tun. Das hat auch was mit der Oberfläche zu tun. Und das ist ja das herausragende Problem in der gesamten Mobilität. Das meint in der Luft auch. Wir müssen irgendwie besonders möglichst effektiv den Luftwiderstand überbrücken. Weil wenn es ja keine Luft gäbe und wir uns im Vakuum bewegen würden, dann wäre das wurscht. Dann wäre Mobilität so easy. Und natürlich ist Wasser nochmal ein viel schwierigeres Medium. Und den Fisch, den ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist eine sogenannte Saugbarbe aus Südostasien. Und wenn Sie sich jetzt den Kopf von diesem Ding angucken, dann sehen Sie halt einen ganz bizarren Kopf. Das sind solche wie Warzen und so eine Art Stoßzahn, die der auf der Stirn hat. Man kann sich natürlich fragen, für was ist eigentlich diese komische Struktur? Und tatsächlich schwimmt dieser Fisch irgendwie nicht besonders effektiv und nicht besonders schnell, aber der lebt in extrem schnell fließendem Wasser. Sprich, die Herausforderung in diesem Lebensraum ist, überhaupt auf der Stelle zu bleiben. Und dafür hat er diese ganzen komischen Warzen am Kopf. Und das ist faktisch nicht an diesen speziellen Fischen nicht wirklich untersucht. Aber theoretisch gehen wir davon aus, dass er die Verwirbelungen zerbricht. Ja, das Wasser kommt ja auf ihn zu und haut ihn weg. Und mit diesen Strukturen am Kopf
zerbricht er das. Er leitet es so geschickt um, dass das, dieser Druck auf den Fisch minimiert wird. Das ist spannend. Also sozusagen, er leitet es so um, dass es ihn nicht einfach wegdrückt wie so eine flache Wand, sondern dass es so ja wahrscheinlich genau. Eher an ihm vorbeigleitet, oder? Genau. Also da gibt es verschiedene Lösungen für diese Herausforderung. Sie können den Kopf ja ganz auf den Boden drücken, sodass das Wasser im Prinzip über sie drüber fließt. Wenn man das aber nicht kann, weil man vielleicht, das ist ja auch zum Beispiel bei einem Auto das Problem, ne? Sie können ja wahrscheinlich den Luftwiderstand vermindern, wenn Sie die Kühlerhaube direkt auf den Boden legen. Ja. Na, dann prallt es ja vorne nicht auf. Aber das Dumme ist natürlich, wenn Sie über einen Bordstein drüber fahren, dann zerstören Sie Ihre Kühlerhaube. Also muss die Kühlerhaube nach oben, zumindest eine gewisse Menge. Und dann wollen Sie natürlich auch nicht, dass Sie irgendwelche Leute darauf schlitzen oder was mit so einer scharfen Kante. Also, ja, und diese Fische, die stehen vor einem ähnlichen Problem. Die müssen den Kopf ein bisschen hoch haben, damit sie fressen können. Aber das Wasser knallt dann dran und sie verwirbeln das mit diesen ganzen Strukturen. Und das gibt es gar nicht so selten. Also tatsächlich habe ich im Chat schon gelesen, die Forelle wurde als Beispiel gegeben, die ja auch genau. Dann sich da anpassen muss. Genau, die haben mit ihren oftmals weichen Oberflächenstrukturen, federn sie im Prinzip die Strömungswellen, also Luftwellen oder Wasserwellen, die auf diese Oberflächen auftreffen, die federn sie so ab, sodass sie relativ energiesparend schwimmen können. Delfine sind ein klassisches Beispiel. Ja, da, also in der Tierwelt hat man sich, glaube ich, unglaublich viel abgeschaut, wenn es zum Beispiel um das Thema Luftreibung geht. Die Zeit, die rast. Aber es gibt eine Frage, die ich im Chat gesehen habe, die ich noch unbedingt stellen möchte, weil ich sie wirklich grandios finde. Und zwar Svelix fragt, könnte man nicht auch Schiffe mit Flossen ausstatten? Ich weiß gar nicht, ob es jemals so die Überlegung gab, das zu tun, aber vielleicht wissen Sie da mehr. Also könnte man das Konzept der Flosse auf die Schifffahrt übertragen? Also erstens mal ist natürlich das Konzept der Flosse schon auf die Schifffahrt übertragen, nämlich durch den Kiel, den man nach unten hat. Also jeder, der mal gesegelt ist oder ein Surfbrett hat, weiß natürlich, wenn ich keinen Kiel habe, den ich da einstecke, dann kann ich mein Surfbrett nicht so gut manövrieren, sage ich mal. Und dafür sind die Flossen oftmals erheblich da, nämlich um den Körper in dieser Bewegung zu stabilisieren. Die Frage ist jetzt natürlich, warum haben Schiffe keine Seitenflossen? Und das habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber es ist vielleicht ein spannendes Forschungsfeld. Jetzt bräuchten wir Frederik wieder hier, bis wir sozusagen die unterschiedlichen Forschungsmuseen miteinander kombinieren und vielleicht, wer weiß, irgendwann gibt es dann Schiffe mit Flossen. Es sähe auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Ist natürlich die Frage, wie effizient das ist. Ich meine, auch Fische schwimmen ja, glaube ich, ungerne gegen die Strömung, oder? Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Fische, die mit Strömung effektiver schwimmen. Also mit gegen die Strömung? Ja. Vielleicht sollten wir uns die mal genauer anschauen. Vielleicht. Also ich würde sagen, falls die Leute hier im Stream Lust haben, können die das ja wahrscheinlich im Museum in Berlin machen und wer weiß, was da sich vielleicht daraus entwickelt. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Dr. Freihof, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier einen Einblick in die Tierwelt zu geben und zu zeigen, was man hieraus lernen kann. Tatsächlich werden wir nämlich uns jetzt gleich auch in die Luft begeben. Also da können wir sozusagen die Aerodynamik dann direkt mitnehmen und uns anschauen, was die Luftfahrt kann. Also an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für Ihren Einblick und für die ganzen Antworten auf all die Fragen. Ja, gerne. Dankeschön. So, und wir werden, wie gesagt, gleich in die Luft schauen. Wir werden uns unter anderem mit dem Thema Flugtaxis beschäftigen, denn einen Block haben wir noch. Und zwar werden wir gleich mit dem Zukunftsmuseum Nürnberg sprechen. Vielleicht kennen das einige von euch schon. Das ist tatsächlich eine Außenstelle vom Deutschen Museum. Und ich kann euch schon mal versprechen, also ich war leider selber noch nie da. Ich will unbedingt mal dahin. Aber als ich die Bilder gesehen habe, was die da für Modelle, für Ausstellungsmodelle haben, es ist wirklich sagenhaft. Und wir werden uns gleich damit beschäftigen, wie kann denn so die Mobilität der Zukunft aussehen? Und eine Sache, die, glaube ich, nicht abstreitbar ist, Fliegen wird schon auch für uns relevanter. Also momentan 80% der Weltbevölkerung sind ja noch nie geflogen. Es ist aber so, dass es immer mehr Leute werden, die fliegen wollen.
Und es gibt ja auch einige Argumente, die gar nicht so schlecht sind beim Fliegen. Tatsächlich, wenn man es hinkriegt, auch dass man nicht so viel Kerosin braucht, da oben nicht so viel ausstößt, ist ein wichtiger Faktor. Und tatsächlich könnte man es ja auch hinkriegen, dass man mit dem Fliegen massiv Kosten einspart. Und zwar einfach in dem Sinne, dass man sowas wie Straßen, die ja wirklich unglaublich teuer sind und unfassbar oft kaputt gehen, vielleicht demnächst gar nicht mehr so brauchen würde. Und all das, das wollen wir uns gleich anschauen. Bevor wir das machen, haben wir nochmal so einen kleinen Film vorbereitet, wo es um das Thema Flugtaxis geht. Und wie gesagt, gleich sind wir dann sozusagen am Zukunftsmuseum in Nürnberg und schauen uns das Thema genauer an. Und vor allen Dingen, wie immer, könnt ihr eure Fragen stellen. Das heißt, ja, hier jetzt ein kleiner Film zum Thema Flugtaxis und in wenigen Minuten sehen wir uns dann wieder. In nur 3 Jahren will das Unternehmen SkyDrive aus Japan den Transport mittels Flugtaxis anbieten. Das deutsche Unternehmen Lilium will ebenfalls 2025 seinen elektrischen Senkrechtstarter auf den Markt bringen und der Volocopter, der soll sogar schon 2024 zum Einsatz kommen. Alleine im Jahr 2020 floss mehr als 1 Milliarde Dollar Risikokapital in den Markt und das ist auch kein Wunder. Schließlich werden Flugtaxis immer wieder als die Lösung für die Probleme im Straßenverkehr angepriesen. Schnell, flexibel und sogar CO2-neutral sollen sie sein und dabei auch noch den Stau auf den Straßen verhindern. Wir schauen uns heute die Entwicklung von Flugtaxis mal etwas genauer an und gucken dabei besonders auf die kritischen Aspekte, die manchmal verheimlicht werden. Also, wie realistisch sind die Pläne, wie nachhaltig können Flugtaxis überhaupt sein und vor allem, wie sinnvoll ist die ganze Idee überhaupt? Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's! Ich finde, wenn wir über Flugtaxis reden, sollten wir als erstes klären, wofür die überhaupt gebraucht werden. Welche Probleme ließen sich mit Flugtaxis konkret lösen? Das naheliegendste ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit. In der Luft gibt es keine nervigen Ampeln, keinen Stau und ich muss auch nicht umsteigen. Aber im Zusammenhang mit Flugtaxis werden oft noch viele weitere Vorteile genannt. Zum Beispiel, dass es durch die Entlastung des Straßenverkehrs insgesamt weniger Staus gäbe. Straßen sind insgesamt eh ein ziemlich großes Problem, denn die müssen oft erneuert werden, was ziemlich teuer ist und schlecht für die Umwelt, da das aus Erdölprodukten besteht. Wenn wir von der Straße wegkommen, wäre das also auch eine Umweltschutzmaßnahme. Dann gäbe es da noch den Faktor der autonomen Steuerung. Selbstfahrende Autos, die müssen mit viel mehr unterschiedlichen Situationen zurechtkommen. Auf der Straße sind dann Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern, Skateboards oder mit E-Scootern unterwegs. In der Luft gäbe es dagegen nur andere Flugtaxis. Eine autonome Steuerung, die wäre also wesentlich einfacher. Ob jetzt diese ganzen Vorteile wirklich so zutreffen und auch realistisch sind, das schauen wir uns gleich zusammen an, aber vorher möchte ich kurz auf die aktuellen Projekte eingehen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie weit die Entwicklung der Flugtaxis ist. Da es weltweit unglaublich viele Unternehmen gibt, die in dem Bereich forschen, habe ich ein paar rausgesucht, die in der Entwicklung schon recht weit sind. Die Firma Volocopter, die kommt aus Baden-Württemberg und sie will ihren VoloCity, ein Flugtaxi mit 2 Sitzen, zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris einsetzen. Mit einer Reichweite von 35 Kilometern könnte das elektrische Flugtaxi vor allem für so super Kurzstrecken in Großstädten eingesetzt werden. Aus Saudi-Arabien gibt es schon eine Bestellung von 10 solcher Teile und weitere 5 Volo-Drohnen, die für den Gütertransport angedacht sind. Der Flugzeughersteller Airbus, der baut im Moment in Kooperation mit Siemens den City Airbus. Er hat eine Reichweite von 80 Kilometern und eine Geschwindigkeit von so 120 km/h und das Besondere ist, er wird trotzdem leiser sein als normaler Straßenverkehr. So das Versprechen. Das Flugtaxi, das soll komplett autonom fliegen und dabei 4 Passagiere transportieren können. Das Wort Flugtaxi ist hier auch nicht so wirklich angebracht, da der City Airbus festgelegte Strecken fliegen soll, also eher so eine Art Flugbus ist. Das japanische Unternehmen SkyDrive, das will bis 2025 Flugtaxis in Osaka anbieten. Aktuell arbeiten sie an dem Modell SDXX, das inklusive 2 Personen nur 500 Kilogramm wiegen soll. Es soll maximal 100 km/h schnell fliegen und das für 20 bis 30 Minuten. Interessant ist, dass das Flugtaxi auch 3 Räder besitzt, auf denen es dann bis zu 60 km/h schnell fahren kann. Zuletzt schauen wir uns noch das Unternehmen Lilium an. Der Lilium Jet, der sieht im Gegensatz zu den anderen Flugtaxis viel mehr nach einem Flugzeug aus. Das liegt daran, dass sie damit auch eine viel höhere Reichweite erzielen wollen. Nach eigenen Angaben soll der Jet 500 km weit fliegen bei einer Geschwindigkeit von maximal 300 km/h. Damit könnte man also in unter 2 Stunden von Köln nach Berlin fliegen, was schon ziemlich nice wäre. Neben diesen rechtlichen und gesellschaftlichen Problemen gibt es jetzt auch noch die technische Seite. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass der Antrieb von Flugtaxis möglichst effizient sein muss und das Gewicht möglichst gering. Denn je mehr so ein Teil wiegt, desto mehr Strom verbraucht es natürlich und dabei wird dann auch die Reichweite knapper. Größere Modelle, die können auch größere Akkus tragen, verbrauchen dabei aber dementsprechend auch mehr Strom und das ist ja das ganze Problem beim Thema
Elektroflugzeuge und sowas, das Gewicht. Ob sich der Flug am Ende jetzt wirklich lohnt, das hängt vor allem von der Energiedichte in den Akkus ab, von der Effizienz des Antriebs und vom Gesamtgewicht. Jetzt sagen einige Hersteller, wie zum Beispiel Lilium, sie sind bereits so weit, dass sie in Betrieb gehen könnten, sobald die Politik und die Infrastruktur fertig sind. Das Problem, so richtig überprüfen lassen sich solche Aussagen nicht, denn die Unternehmen, die zeigen bisher nur kurze Testflüge. Mich interessiert ja bei dem Thema, wie energieeffizient solche Flugtaxis dann am Ende wirklich sind. Also mein erster Gedanke dazu war, dass sie bestimmt wahnsinnig viel Strom verbrauchen. Aber es gibt zumindest eine Vergleichsstudie von Forschern aus den USA und die haben herausgefunden, dass Flugtaxis unter bestimmten Voraussetzungen energieeffizienter sein können und weniger CO2 produzieren würden als Autos und zwar sogar als Elektroautos. Ja, also vielleicht ist das tatsächlich eine interessante Form, wie wir uns in Zukunft fortbewegen können. Ich glaube, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn ich mit sowas hier dann durch die Luft fliegen könnte und auf der einen Seite schnell von A nach B komme. Und ich kann euch verraten, also ich komme ja aus Köln, die Reise hier runter mit der Deutschen Bahn und ich meine, ich fahre sehr, sehr gerne Bahn, aber es war abenteuerlich. Ich sage nur 5 Stunden lang länger als geplant. War toll, mal wieder. Aber Spaß beiseite, also dieses Thema Flugtaxis, das wird wahrscheinlich für uns in unserem Leben schon deutlich relevanter. Und ich habe sogar schon mit Leuten gesprochen, die an dieser Entwicklung dabei sind. Ich darf da nicht zu viel verraten. Aber das klingt alles sehr, sehr interessant. Das hat aber halt auch einige Tücken da drin. Ich habe es ja gerade im Video auch schon angesprochen, dass da halt teilweise auch Dinge nicht so ganz vergleichbar sind. Aber wir wollen uns das jetzt mal so ein bisschen anschauen. Also wie kann die Mobilität der Zukunft aussehen? Was gibt es da für Optionen? Wie gesagt, die Flugtaxis sind eins davon, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele weitere Ideen, die wir uns da angucken können. Und um das jetzt so ein bisschen besser einordnen zu können, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man mal nach Dürnberg schaut, ins Zukunftsmuseum, da hängen wirklich Exponate von ja, solchen Flugtaxis und ähnlichen Dingen, die total abgespaced aussehen. Deswegen ist das natürlich auch der richtige Ort, um da mit Leuten drüber zu sprechen. Und deswegen schalten wir jetzt dahin zu Jana Grasser. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Systeme Stadt der Zukunft am Zukunftsmuseum in Nürnberg. So, und Frau Grasser, können Sie mich hören? Ja, hallo. Wunderbar. Also, wir sehen Sie schon im Zukunftsmuseum. Vielleicht kommen Sie noch ein bisschen näher an uns ran, dann können wir Sie noch besser sehen, so ein bisschen mittig. Und ich sehe da hinten schon, das sieht schon sehr futuristisch aus. Was ist das hinter Ihnen? Genau, hinter mir ist der Pop-Up Next zu sehen, ein Prototyp von einem Verbund von Audi, Airbus und Itel Design, die ein Flugtaxi entwickelt haben, das sowohl fahren, aber auch fliegen kann. Okay, also fahren und fliegen können, klingt wieder sehr nach Science Fiction. Wir haben, glaube ich, sogar ein Bild, was wir dazu mal einblenden können von diesem Flugtaxi. So, da sieht man es. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept ist ja, wir haben sozusagen dieses Auto und da kann dann diese Propeller, die können dann da drauf gesetzt werden für den Bedarf, dass das mal zu einem Flugtaxi werden soll. Genau, die Idee ist eigentlich ganz smart, weil wir haben diese eine Kapsel, die entweder an die Drohne koppeln kann und dann abheben kann oder, wie jetzt bei uns, sie sitzt auf einem Fahrgestell und dann sieht das Ganze aus wie ein futuristischer Smart. Okay, also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie, wie gesagt, schon mal in den Chat rein, dann gebe ich die auch gleich gerne weiter. Jetzt gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, um an das anzuknüpfen, was wir heute hier schon alles im Deutschen Museum erlebt haben. Und zwar haben wir ganz viel über Antriebe gesprochen, über effiziente Antriebe. Und wenn wir jetzt so in die Mobilität der Zukunft schauen, ist natürlich die Frage, inwiefern diese neuen Antriebsarten diese Zukunft auch beeinflussen, also wie unsere Zukunft dann aussieht, mobilitätsmäßig. Mhm. Ich denke, das hängt sehr nah zusammen. Das eine bedingt das andere. Je effizienter unsere Antriebe werden, umso leichter wird es sein, dass sie im großen Stil vertrieben werden können und auch von der Gesellschaft akzeptiert werden. Weil im Prinzip geht es ja genau darum, welche Alternative zum Verbrenner finden wir, den wir in unserem täglichen Leben nutzen und der wirklich an verschiedensten Orten der Welt eingesetzt werden kann. Okay, also sozusagen, es geht da tatsächlich so ein bisschen um diesen Makroblick da drauf, wie überhaupt Dinge umsetzbar sind. Deswegen ist es so wichtig natürlich, klar, also das Thema Energie ist nicht überall gleich verfügbar und das hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, was man wie verwenden kann. So, jetzt habe ich schon gesagt, ihr habt ganz viele verschiedene Hightech-Sachen, aber eine Sache haben wir gerade schon gesehen. Und ich habe eine Frage bis jetzt, glaube ich, allen Leuten gestellt, mit denen ich hier gesprochen habe, und zwar die Frage so, ja, was ist denn aus deiner Sicht sozusagen
das Zukunftsding, also was vielversprechendste. Und vielleicht, wenn du einfach mal so darauf schaust, was ihr da habt, wie gesagt, Flugtaxis sind ja mit dabei, aber auch ganz, ganz besondere Autos, ein Solarauto habt ihr zum Beispiel da, was ich ja immer super spannend finde. Was ist da aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht also das vielversprechendste Konzept? Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil in Nürnberg stellen wir ganz verschiedene Dinge dar. Wir zeigen zum einen Prototypen aus der Forschung, aber wir bedienen uns auch aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen und zeigen tatsächlich auch Mobilität, die es noch nicht gibt und ich weiß nicht, ob sie es jemals geben wird, zum Beispiel Marty McFly's Hoverboard. Am vielversprechendsten gerade ist meiner Meinung nach immer noch das E-Auto, also hier der Pop-up, der letztendlich aber doch ein E-Mobil ist, jetzt im Vergleich von den Sachen, die wir hier zeigen. Mhm. Wir zeigen auch den Blue Cruiser, das Bild, das jetzt gerade eingeblendet wird, ein Solarauto, das natürlich für zum Beispiel Regionen wie Australien sehr vielversprechend ist. In Skandinavien allerdings wird man damit nicht weit kommen. Zumindest also, zu großen Teilen der Zeit. Also. Ja. Wenn ich mir jetzt mal diesen Blue Cruiser zum Beispiel anschaue, also dieses Solarauto, was kann das? Weil, also ich habe mich neulich schon mal mit dem Thema Solarautos beschäftigt und das ist ganz interessant, weil die Versprechen natürlich immer sehr, sehr groß sind und das größte Versprechen ist natürlich nie mehr tanken müssen, nie mehr laden müssen. Aber tatsächlich die Realität, also die sind schon nicht schlecht, die sind ja tatsächlich gerade alle Hersteller, die irgendwie an Solarautos bauen, die sorgen ja auch wirklich dafür, dass diese Autos unglaublich effizient sind, weil es da ja auch wirklich auf jeden Prozentpunkt anschaut. Aber dieses Modell, was wir gerade gesehen haben, also sozusagen, was kann das? Was macht das so besonders gut vielleicht oder auch schlecht, je nachdem? Der Blue Cruiser ist mit 5 Quadratmeter Solarzellen ausgestattet. Die sind auf Motorhaube, Dach und auch auf der Heckklappe verteilt. Und er ist vor einigen Jahren tatsächlich 3000 Kilometer durch Australien gefahren, allein durch Solar angetrieben. Ohne dass geladen wurde? 3000 Kilometer? Genau, 3000 Kilometer angetrieben nur von der Sonne. Jetzt ist natürlich die ganz, ganz relevante Frage dabei, wie viel km/h? Ich schätze, es sind nicht 100 gewesen. Doch, schätz mal, was rätst du? Aber okay, ich schätze, ich werde mich jetzt hier blamieren, aber dann finde ich, muss der Chat auf jeden Fall jetzt bitte auch mal schätzen. Also schreibt jetzt mal in den Chat rein, was ihr glaubt, wie weit dieses Auto gekommen ist. Okay, und ich überlege jetzt mal ganz, also 3000 Kilometer hast du gesagt. Genau, ne? Also wie schnell konnte er fahren? Was ist seine Maximalgeschwindigkeit? Nur angetrieben von der Sonne. Gute Frage. Das Problem ist natürlich, wenn das Auto zu langsam ist, ist es ja auch wieder nicht richtig effizient. Auf der anderen Seite, ne, also 5 Quadratmeter ist echt nicht viel Fläche und Solarenergie ist jetzt hat nicht ne, wieder so einen hohen Wirkungsgrad. Ich würde mal schätzen und ich weiß, ich werde mich total blamieren, aber ich sag mal 20 km/h. Genau, und dann plus 100, dann hast du das Tempo, das er maximal fahren kann. 120 km/h, aber ist er damit auch die 3000 Kilometer gefahren? Das ist ja die große Frage. Also er ist nicht durchgehend 120 gefahren, aber das ist die Maximalgeschwindigkeit, die er in Australien erreicht hat. Okay, nicht durchgehend 120. Das heißt, hat er nachts wahrscheinlich gestoppt, ne? Weil er nicht mehr fahren konnte? Ja. Okay, ja. Gut. Okay, verstehe. Das heißt sozusagen, 120 ist die Maximalgeschwindigkeit. Er ist wahrscheinlich je nach Sonne immer mal schneller, mal langsamer gefahren und vor allen Dingen nachts ging da auch nicht mehr viel. Und ich schaue mal in den Chat rein, okay, also man muss dazu sagen, die Community, die war deutlich näher dran, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob nicht einige Leute gegoogelt haben, weil schon erstaunlich oft 120 km/h hier steht, aber viele haben so 80, 65 und sowas geschätzt. Lag ich tatsächlich relativ weit daneben, aber wie gesagt, ist ja auch die Maximalgeschwindigkeit. Wer weiß, wie das dann in Wirklichkeit aussah. Okay, das heißt, wir haben jetzt, du hast gerade schon gesagt, sozusagen das Vielversprechendste ist aus deiner Sicht das Thema E-Mobilität und dann die Verknüpfung mit anderen Antriebsarten. Verstehe auf jeden Fall. Wir haben ja auch gerade schon über die Effizienz von Motoren gesprochen. Gerade so in diesem Stadtverkehr, dieses Urbane, was ja tatsächlich dann doch auch immer mehr zunimmt, ist das natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Ich habe ganz am Anfang noch eine Frage gesehen, weil wir ja die Flugtaxis schon hatten. Und die finde ich eigentlich ganz gut, weil die habe ich auch mal einer Person gestellt, die da an diesen Dingern arbeitet. Kann man eigentlich einen Unterschied sagen zwischen Flugtaxis und Hubschraubern?
Oh je, ja, bestimmt gibt es einen. Ich weiß gerade nicht, ob ich die richtige Definition weiß, aber was das Flugtaxi ja ausmacht, ist, ich bestelle es über zum Beispiel eine App und werde wie ein Taxi abgeholt und irgendwo hingebracht. Also ich muss nicht zu einem Flughafen, wo ich mit dem Helikopter irgendwo starte und hingebracht werde, sondern es ist einfach ein in Zukunft vielleicht öffentliches Verkehrsmittel. Ich bin aber nicht sicher, ob, also nagel mich nicht auf diese Definition fest. Okay, verstehe. Tatsächlich, ich muss auch dazu sagen, also die Person, die ich gefragt habe, wie gesagt, ich darf nicht verraten, wer es ist, habe ich extra damals hoch und heilig versprochen. Aber da war so ein bisschen die Definition, naja, also A, dieses E-Ding, also ich meine, mittlerweile gibt es auch E-Hubschrauber. Und was halt tatsächlich bei diesen Dingern der Unterschied ist, dass die ja tatsächlich auch von der Antriebsart teilweise ganz unterschiedlich sind. Also nicht hier der eine Rotor, der oben ist, sondern es gibt ja teilweise dieses Quadrocopter-Konzept. Und auch es gibt ja durchaus auch welche mit Düsenantrieb, der ist dann verstellen. Der ist sozusagen, ich starte senkrecht und dann gehen die Düsen nach hinten. Und das führt ja auch dazu, dass diese Effizienz so sehr steigt. Aber es ist eine spannende Frage, weil man kann es gar nicht so leicht beantworten. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was du davor gesagt hast. Nee, in Zukunft wird einfach alles mehr miteinander vermischt werden. Und man kann gar nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt ein Auto, ist das jetzt ein Helikopter? Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch noch irgendwelche Boote, gibt es ja sogar schon. Tatsächlich in Köln reden wir seit längerem darüber, ob wir nicht einen Bus anschaffen sollten, der durchs Wasser fahren kann. Okay, also jetzt haben wir schon darüber gesprochen, so ein bisschen, wie die Zukunft aussehen könnte. Wenn wir jetzt nochmal weiter in die Zukunft schauen und uns anschauen, was für Optionen sich noch so auftun werden, gerade wenn man sich anguckt, ja, wie sich die Antriebe weiter verbessern, kann man da so einen Ausblick wagen? Also werden dadurch ganz neue Wege offen? Zum Beispiel wird das Thema Flugtaxis dadurch relevanter, weil man sagen kann, okay, unsere Antriebe werden immer besser. Jetzt ist es realistisch, dass tatsächlich irgendwann ja, viel Fortbewegung damit stattfindet. Auf jeden Fall. Also ich denke, gerade in Zukunft werden Faktoren wie Kosten, Klimaverträglichkeit oder auch Effizienz immer eine noch wichtigere Rolle spielen. Und es ist unglaublich wichtig, dass nicht aufgehört wird zu forschen. Also ich denke, gerade in Zukunft können wir gespannt sein, was da noch kommt, weil es wird auf jeden Fall noch viel kommen und als Gesellschaft müssen wir uns einfach Gedanken darüber machen, welche Mobilität wir unterstützen wollen, welche tragbar ist. Gerade vorhin zum Beispiel in dem Film wurde es ja auch angesprochen, das Flugtaxi wurde sehr positiv dargestellt, aber wie sähe denn die Stadt aus, in der der Verkehr tatsächlich in die dritte Dimension verlegt wird? Ist das wirklich ein Heilsversprechen oder würden wir plötzlich unten im Stau versinken und über uns würden die ganze Zeit irgendwelche Flugtaxis fliegen, die ja, wenn sie nicht im Betrieb sind, auch irgendwo parken müssen? Das stimmt natürlich. Da ist die Frage, ob die dann in der Luft bleiben würden. Aber tatsächlich, ich glaube, dieses Thema, so, was hat das für Auswirkungen auf uns? Hier, Svelix hat das ganz gut in den Kommentaren geschrieben. Was ist denn mit dem Thema Sicherheit? So, was ist, wenn so ein Ding mal abstürzt? Das ist natürlich deutlich höheres Risiko wahrscheinlich dabei. Das ist vor allem ein sehr tragischer Unfall wird, wenn halt noch deutlich mehr am Boden passiert, weil da stürzt natürlich nicht so viel ab. Jetzt hast du schon gesagt, okay, es gibt ganz viele unterschiedliche Konzepte. Ein Konzept, was ihr ja auch da habt, was ich auch super spannend finde, wo man eine Zeit lang sehr viel drüber gehört hat, dann irgendwie immer weniger. Es ist so ein bisschen, still drum geworden. Und es hat natürlich auch wieder mal mit Elon Musk zu tun, wie so viele Dinge. Ihr habt ja auch noch eine Hyperloop-Teststrecke bei euch, oder? Also vielleicht kannst du dazu mal, wir können mal ein Bild davon einblenden, vielleicht kannst du dazu mal ganz kurz so ein bisschen erzählen, was es denn genau ist. Weil Hyperloop war ja wirklich ein großes Versprechen. Also man immer dazu sagen muss, hat jetzt Elon Musk irgendwie nicht groß erfunden oder so, sondern er hat eher so ein bisschen den Wettbewerb darum entfacht. Was hat es mit dieser Teststrecke auf sich und was gibt es da so für Entwicklungen momentan? Genau, also Elon Musk hat die Idee absolut nicht erfunden, weil schon über 200 Jahren gab es die Idee in Science-Fiction-Romanen. Also rasant durch die Röhre reisen, der Hyperloop verkörpert genau das. Und zwar in einer Röhre ist eine Magnetschwebebahn, die uns ganz schnell, unvermeidlich sicher, von A nach B bringt. Das heißt, es braucht nur einen kleinen Energieboost am Anfang und dann fährt dieser Hyperloop fast wie selbst. Wir zeigen hier, wie auf dem Bild, den Prototypen der TU München, mit dem sie den ersten Wettbewerb von Elon Musk damals gewonnen haben. Und vielleicht ist auch noch erwähnenswert, dass die TU bis jetzt ungeschlagener Sieger ist. Das heißt, im studentischen Wettbewerb haben sie wirklich immer die besten Modelle entwickelt und waren immer die schnellsten. Aber
Trotzdem ist die Erfindung noch lange nicht am Ende. In den USA gibt es ja die ersten Teststrecken und auch in den Niederlanden passiert dazu sehr viel. Aber bis wir in der Röhre reisen werden, muss doch noch einiges an Forschung passieren. Ja, es ist tatsächlich spannend. Ich glaube, Dubai hat ja auch schon bestellt und The Line, ich weiß nicht, ob ihr dieses unglaublich irre Projekt kennt, da reden die auch davon, dass das dort ein Thema wird. Aber genau, was da genau passieren wird, ist spannend. Übrigens auch für die Leute, also falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, wir hatten auch neulich einen Stream, wo wir den Chefentwickler vom Hyperloop-Antrieb von der TUM zu Gast hatte. Das hättet ihr dann mitbekommen. Also auf jeden Fall das Abo nicht vergessen an der Stelle, um mal ganz kurz dazu aufzurufen. Okay, also das heißt, also Hyperloop ist auch so eine Sache, ist in der Entwicklung, könnte tatsächlich auch langfristig mal ganz spannend werden, einfach auch aus dem Faktor, weil es ja sehr, sehr schnell gehen soll, einfach durch diese Möglichkeit, dass wir den Luftwiderstand so sehr reduzieren. Das heißt, da passiert ganz, ganz viel. Und was mir jetzt gerade im Chat auch nochmal aufgefallen ist, also dass das nicht alles so ganz nur positiv aufgenommen wird. Also es wird zum Beispiel gesagt, ja, Geräuschkulisse bei den Drohnen ist ja schon teilweise nervig, wenn man irgendwie im Urlaub unterwegs ist und wenn man sich dann überlegt, die ganzen Flugtaxis, aber auch sowas wie, dass natürlich auch ganz viel teilweise so mit Versprechen gearbeitet wird, die sich dann nicht so richtig erfüllen lassen, wenn man dann auch auf den Hyperloop teilweise schaut, was da teilweise gesagt wurde, wie schnell und einfach und günstig alles ist. Und im Nachhinein hat man dann doch gesehen, es gibt echt viele Probleme. Und das ist ja auch ganz spannend, weil ihr seid ja auch ein Technik-Ethik-Museum. Das heißt, ihr könnt das sozusagen auch so ein bisschen einordnen. Da wäre jetzt mal meine Frage so, also wenn man auf diese ganzen Zukunftstechnologien schaut, aus so einem ethischen Blick, kann man ja immer diskutieren. Auf der einen Seite, Forschung ist immer gut, Forschung sollte vorangetrieben werden. Oder muss man teilweise sagen, naja, vielleicht brauchen wir das Geld für andere Dinge. Oder auch ist es irgendwie ein Milliardengrab. Wie kann man sowas bewerten? Also wie bewertet ihr auch sowas? Also wir versuchen möglichst gar nicht zu werten. Das Letzte, was wir wollen, ist alles positiv darzustellen, sondern wir wollen hier einen Raum schaffen, in dem wirklich Diskussion stattfinden kann. Gerade wenn wir uns über die Mobilität der Zukunft unterhalten, müssen wir natürlich Aspekte in Betracht ziehen, wie viel Individualverkehr darf es denn noch geben? Wie viel Verkehr darf ein Einzelner zum Beispiel für seine Mobilität beanspruchen? Oder auch, wie kann der Verkehr klimafreundlicher gemacht werden? Weil erst wenn wir in Diskussion kommen und wenn wir uns überlegen, welche Zukunft wir haben wollen und welche auf keinen Fall, dann sind wir bereit zu handeln und kriegen am Ende hoffentlich auch tatsächlich die Zukunft, die wir haben wollen. Okay. Das heißt sozusagen, wir müssen mehr in Diskussion treten, wir müssen darüber sprechen. Sehr, sehr schön, tatsächlich im Chat passiert das auch schon massiv. Es wird so ein bisschen darüber gesprochen, ja, Hyperloop, was ist der Nutzen davon? Was sind auch so Dinge wie Kosten, die ja oft verschwiegen werden? Ich habe hier einen Kommentar gelesen, den ich sehr schön fand. So, ja, Hyperloop ist super günstig, aber man muss ja noch bedenken, dass man um diese Schienen drumherum ja noch diese Röhre bauen muss. Ich glaube, es gibt auch diese berühmte Aussage, Hyperloop sei günstiger, als so ein Schienennetz zu bauen. Da kann man natürlich in die Diskussion gehen und fragen so, wie viel ist da wirklich dran? Aber es ist sehr, sehr spannend und ich glaube, man hat auch da wieder gesehen, es lohnt sich sehr, bei euch mal vorbeizuschauen und sich diese neuen Antriebsarten ja mal anzugucken oder nicht nur Antriebsarten, sondern Fortbewegungsarten und mal zu gucken, wie denn unsere Zukunft aussehen könnte. Und ja, an der Stelle schon mal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und auf die Fragen hier von mir und aus dem Chat eingegangen bist. Ja, danke. Und ein Besuch nach Nürnberg lohnt sich natürlich immer. Ja, tatsächlich. Also ich meine, wir waren ja auch dieses Jahr schon in der Stadt und ich kann dazu sagen, neben den tollen Museen, die es da gibt, es ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Also erstmal an dich, vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend. Und hier würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf den Chat eingehen, weil ich habe gesehen, wie gesagt, ihr habt schon sehr, sehr viel dazu kommentiert zu diesem Thema Mobilität der Zukunft. Und ich muss sagen, das ist halt echt irre, wenn man sich überlegt, wir müssen immer wieder darüber diskutieren, müssen uns überlegen, was ist was wert. Und vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, heute war ja auch so ein Bericht wieder über Durchbruch im Bereich Kernfusion, was wir uns nochmal genauer anschauen müssen und auch machen werden. Es kommt dazu jetzt wirklich ganz zeitnah ein Video. Wir haben heute schon angefangen, daran zu arbeiten. Aber ich finde, das zeigt nochmal so ein bisschen, wie irre Fortschritt manchmal sein kann, weil man Dinge nicht richtig bewerten kann. Und wie gesagt, wir werden jetzt auch mal gucken müssen, was ist dran an diesem Kernfusionsdurchbruch. Aber wir machen natürlich, also
viele Leute machen gerne Witze über das Thema Kernfusion. Es dauert immer 20, es dauert immer 30 Jahre. Aber auf der anderen Seite, wenn wir aufhören daran zu forschen, dann wird es halt nie etwas. Und das, finde ich, ist so meine Position an der Stelle. Also es gibt wirklich wenig Dinge, wo ich sagen würde, das macht gar keinen Sinn, daran zu forschen. Und auch zum Thema Flugtaxi kann tatsächlich schon interessant werden. Auch solche Dinge wie das mit dem Lärm, was angesprochen wurde, finde ich zum Beispiel auch schwierig. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Also man kann ja zum Beispiel an diese Interferenzkopfhörer denken, die man hat. Und da gibt es auch schon Konzepte. Ich weiß, dass es das für Flieger gibt, wo sozusagen mit Lautsprechern gearbeitet wird. Also Interferenzkopfhörer, kennt ihr vielleicht, das sind diese Dinger, die tut man sich rein und dann wird der Umgebungsschall sozusagen nicht abgeschirmt, sondern eliminiert. Also in der Physik, wenn du Schallwellen hast, kannst du halt auch Gegenschallwellen erzeugen, die genau versetzt dazu laufen und dadurch kannst du Schallwellen eliminieren. Und bei Tieffrequenzen geht das sehr gut, bei hohen ein bisschen schwieriger. Und das gibt es tatsächlich für Flugzeuge schon. Alles auch wieder mit dem Interesse, dass zum Beispiel Starts auch später passieren können. Also sozusagen die Wirtschaft, die pusht das ganz gut. Aber sowas könnte natürlich auch bei solchen Flugtaxis durchaus relevant werden. Das ist jetzt mal meine persönliche Meinung zu dem Thema. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch dieser Gedanke, darüber nochmal so Fazit zu ziehen, ist vielleicht auch ein ganz schöner Moment, um langsam zum Ende zu kommen. Also wenn ich jetzt nochmal an diesen Tag hier oder an diesen Abend hier mit euch, mit dem Deutschen Museum, mit den anderen Museen, aber halt auch mit unseren Experten und Experten zurückdenke, dann möchte ich auf der einen Seite schon mal festhalten, es ist mega geil, was man hier alles sehen kann und was alles so an Entwicklung passiert. Also wenn ich mir überlege, wir haben gestartet mit dem ältesten Dieselmotor der Welt, muss man sich einfach mal überlegen, Rudolf Diesel hat das selbst dran noch gearbeitet an diesem Objekt, wo wir halt einfach nebenstehen konnten und es sogar anmachen konnten und sind dann immer weiter vorangegangen, haben uns Zukunftsvisionen angeschaut und haben gesehen, okay, unsere Zukunft, die wird total spannend, weil die besteht nicht aus einer Sache, die besteht aus vielen Sachen. Wir haben die Wellenkraftwerke, die vielleicht nicht so eine hohe Effizienz haben, aber man muss diese Gebäude da eh bauen als Wellenbrecher und dann kann man die Energie ziemlich günstig da noch mitnehmen. Wir haben uns Windkraft angeschaut, wir haben uns aber auch Dieselmotoren, Schiffsmotoren angeschaut, haben uns Schiffsmotoren der Zukunft angeschaut. Also ganz, ganz viele Dinge und das fand ich persönlich, war total schön und an der Stelle auch nochmal der Aufruf. Also geht auf jeden Fall mal ins Museum. Wie gesagt, wir sind jetzt hier mit den Leibniz-Forschungsmuseen das ganze Jahr über unterwegs gegeben, ein Video kommt auch noch und ich kann nur sagen, es ist wirklich toll, wenn man rausgeht und das vor Ort sieht mit den eigenen Augen und ja teilweise sogar anfassen kann, mitmachen kann. Das heißt, macht das auf jeden Fall. Und das Deutsche Museum in München, ich glaube, das wissen die meisten von euch, wahrscheinlich waren viele auch schon mal hier, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und dann nochmal einen großen Dank an die Leibniz-Gemeinschaft, die das hier alles möglich gemacht haben. Und wir packen jetzt auch nochmal in den Chat diese Playlist mit all den Besuchen, die wir gemacht haben an die Museen. Also es waren teilweise Videos, es waren teilweise Livestreams. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann schaut da auf jeden Fall noch rein. Und nächste Woche, da kommt nochmal ein Video, und zwar waren wir da im Senckenberg-Museum. Das ist sozusagen das letzte Video aus dieser Reihe. Und da haben wir auch was ganz Spannendes gemacht. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt, wir messen ja noch gar nicht so lange Temperaturen, also wir können das noch gar nicht so lange so genau machen. So 1881 fangen meistens so diese NASA-Aufzeichnungen an, weil man da relativ genau das messen konnte. Aber wir können Millionen Jahre zurück Temperaturen, Klima, aber auch sowas wie Niederschlag und so sagen. Und ich habe mich gefragt, wie wird das eigentlich gemacht und habe mir das vor Ort mal genauer angeschaut am Forschungsmuseum. Und das gibt es nächste Woche, also schaut euch das auf jeden Fall an. Dienstag um 18 Uhr ist das. Und ja, Donnerstag 18 Uhr kommt auch nochmal ein Video. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Also ich fand es total schön hier den Abend. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, schaut auf die Playlist drauf. Und sonst bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jakob.